go. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde ARK Survival Evolved auf Lost Island mit Jamie. Hallöchen. Und mit Milena. Hallöchen. So. Wir... Achso, deine Rüstung ist in der Werkbank. Deine restliche Rüstung. Gut. Wir hatten eine kleine Notsession, weil Jamie gestern ungefähr hier... Was ist das für ein Schatten hier? Weil Jamie gestern hier ausgemacht hat und dann ist er hier ins Wasser gekullert. Danke. Dann ist er hier ins Wasser gekullert und als ich gerade ausmachen wollte, stand dann da Stammesmitglied ist tot. Ja. Und deswegen bin ich nochmal mit meinem Kanu durch die halbe Map gefahren, von unserem Spawnpunkt aus hierher. Genau. Aber jetzt haben wir uns soweit ausgerüstet, dass wir praktisch loslegen können. Dieses Matschige hier immer. Ich habe gerade nochmal ein bisschen versucht, die Grafik umzustellen, aber so auf die Schnelle, das geht nicht. Wir wollen ganz in den Osten, da wo auf der Markierung Biber steht, kann man wirklich ganz schwer erkennen. Aber das ist kurz ein paar Narkobieren. Ja, oder du nimmst die aus deinem Ecos mit. Ich fahre ja mit dem gerade schon welche, deswegen. Achso, okay. Der kann das eigentlich auch ziemlich gut. Oh, das hat hier gerade voll geruckelt. Ja, ich habe gerade aus Versehen 3 Bäume auf einmal gefällt. Okay, ich sage nochmal an, was eigentlich Sache ist. Folgendes nämlich. Wir würden gerne, da wo der Charakter seinen Zeigefinger hat, da sind so ein paar grüne Punkte. Da, das kann man nicht lesen, was da steht. Da ist so eine Art Sumpfgebiet oder so. Ja, so ein Dschungel. Das ist offiziell ein Dschungel. Ja, genau. Sieht aber von den Bäumen und alles her aus wie ein Dschungel. Und es stehen vor allen Dingen auch so große Bäume, an die man tatsächlich die Baumhausplattform platzieren kann. Und das wollen wir auch machen. Aber die Baumhausplattform, das mache ich... Hoppala. Falsch. Das mache ich nämlich mal als nächstes. Die schalte ich mir dann nämlich schon frei. Mhm. Dafür benötigen wir nämlich 600 Zement. Und da ich mir hier schon mal ein paar Markierungen gemacht habe, weiß ich zumindest eine Stelle, wo es jetzt auch hoffentlich noch, war ja auf einer anderen Map, aber wo jetzt hoffentlich auch noch ein paar Biberstämme sind. Da wollen wir als nächstes hin und ich denke mal, wir bauen uns dann da einfach eine neue Base und werden dann auch so ein bisschen die Gegend da erkunden, bei diesen ganzen kleinen Flüssen, die da sind in der Nähe. Also südöstlich der Map so ungefähr. Werden uns dann da ein Steinhäuschen bauen. Und irgendwann, wenn wir soweit sind, werden wir dann da hoch mit unserer Plattform düsen, aber jetzt erstmal eins nach dem anderen so. Hast du alles? Das klingt doch nach einem guten Plan. Ich habe alles, was ich brauche. Okay. Ich muss mal gucken, ob man Pteranodon nicht tragen kann. Ja, doch. Ist hier noch irgendein Metall oder so, was ich mitnehmen soll? Nein, ich habe alles und ich bin auch noch nicht überladen. Ist dein Ecos darauf, dass er sich verteidigen kann, falls was ist? Ja, ist auf neutral. Okay, super. Hui, dann, Moment, so, in welche Richtung müssen wir denn da? Dort entlang. Wenn wir an Obelisken vorbeikommen, ich habe bis auf den grünen noch keine Markierung gemacht, wäre es cool, wenn wir da kurz halten könnten. Mhm. Weil ich mache dann immer da einfach einen Ping und mache die Farbe und schreibe da Obelisk hin. Gibt ja eh nur die 3, ne? Mir fehlt der blaue noch und der rote, falls es ja einen gibt. Aber denke ich mal, ne? Ja, blau ist da links im Schneegebiet. Und rot ist irgendwo im Redwood. Oh, aber warte mal kurz. Kommen wir hier nicht an dieser Markierung, ja hier, an unserem Metall vorbei? Wollen wir da nicht noch ein bisschen was mitnehmen? Also ich habe noch ein halbes Inventar. Ja, doch, hab mich schon sicher auch, ja. Guck nur mal, ob der T-Rex hier noch irgendwo ist. Nein, der ist nicht so aus. Ganz weit weggelockt worden von dem einen Bronto. Sehr gut. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen was dabei. Ich habe 200 mitgenommen. Denn wir brauchen auch davon total viel. Ich denke mal, wir stellen uns so 5 oder 6 Schmelzen dann her und schmelzen da nebenbei dann auch schon mal einfach alles ein. Ja. Okay, ich kann leider nicht mehr mitnehmen. Achso, warte mal, hier dürfte ja schon was fertig sein. Stimmt, oh nice, 66 Barren und 53 Mal Kohle, das nehme ich direkt alles mit. Oh ja, das ist geil. Ja, geht auch gerade noch so. Warte mal, das bin jetzt ich. Was level ich denn jetzt am besten noch? Ich level, glaube ich, erstmal gar nichts. Guck jetzt erstmal, wo du bist. Okay. Ich bin schon hochgeflogen. Okay, dann weiter geht's. Ja, und dann, genau, das ist die richtige Richtung. Ich würde aber auch sagen, dass wir nicht so schnell fliegen, weil das sieht ja eigentlich voll nice aus hier alles. Okay. Hier unten ist alles voller Obsidien, aber das habe ich mir schon markiert. Mhm. Ach, guck mal, hier sind überall Argentavisse. Na, hab ich schon gesagt. Oh, hast du auch diesen Grafikfehler hier auf der linken Seite? Grafikfehler? Guck mal nach links. Auf dem Berg. Soll da sein? Guck mal, kannst du einen Stream gucken? Oh ja, ich hab's gerade gesehen. Alter, was ist das? Ne, das ist bei mir nicht. Was ist das denn? Ist das? Ist hier ein Dino irgendwie gerade verreckt oder? Sieht aus wie so eine Wand. Wir wollten uns eigentlich Argentavis jetzt zähmen, aber wir haben leider noch nicht genügend. Oh, da ist ein Quetz, Jamie. Direkt Place merken. Komm mal mit. Oh, hier. Ich sehe ihn nicht. Ach, so weit unten. Der wäre... Oh mein Gott, der sieht voll geil aus. Der wäre auf meiner Markierung von Kristall und Obsidien. Das heißt, wir würden den später eventuell wiederfinden. Sogar 55, das heißt, den kann man gut als ersten zählen. Geil. Ja, 55. Ja, gucken wir einfach mal. Boah, was ist das für ein Grafikfehler? Aber ich glaube, diesen Grafikfehler, den hatte ich schon länger mal. Okay. Also auf der anderen Map hatte ich den auch, wollte ich damit sagen. Okay. Okay, weiter geht's. Da unten ganz viele quietschebunte Dinosaurier. Oh Gott, ich muss hier unten landen. Ich achte gar nicht auf meine Ausdauer. Ich lande einfach mit. Ich glaube, du hast mehr Ausdauer als ich. Du bist halt auch so durchsichtig, weil deine ganzen Farben sind einfach so ein bisschen arg farbend und meine halt so gar nicht. Also du würdest mich, glaube ich, eher wiederfinden als andersherum. Ja, ich sehe sowieso deinen Namen auch von überall aus. So stimmt, ja. Weil wir müssen straight in Richtung roter Obelisk fliegen. Boah, so ein Knall. Der rote, nee, das ist der grüne. Ja, wir müssen zum roten Obelisk und dann nochmal ein bisschen nach links. Ich glaube, das ist der grüne. Sorry, ja, der grüne. Der den habe ich ja schon. Da an dem Blackwood. Ja, den habe ich ja schon markiert. Hm. Und da ist das Schneegebiet, da müssen wir uns von fernhalten. Na, hier links ist auch der Blackwood. Ich finde es so geil, was halt nur auf wenigen Maps ist, wo das Schneegebiet so in den Blackwood übergeht. Ich finde das eigentlich voll geil. Noch diese Schlucht hier, das ist einfach mega geil. Wollen wir hier kurz Pause machen? Ja. Ja, weil ich gebe auch ein Turbo, wenn du so schnell fliegst und dann... Hier ist keine Thylacoleo. Ja, hier sind tatsächlich ziemlich wenig Baumhausplattformbäume. Aber hier ist auch nur ein kleiner Abteil vom... Aber geiler Ausblick auf jeden Fall. Nur das... Der Wasserfall ist dann immer tierisch nervig. Also ich bin auch ganz ehrlich, mit den Pteranodons habe ich jetzt auch keine Panik wegen den Thylas, weil der Vogel einfach viel schneller fliegt, als die springen. Ja, hier unten, das sieht sehr cool aus. Wir sind relativ nah an der Wüste auch, ne? Da bei den Biberden. Da sind wir ja so ziemlich an dem... Ja. bei dem Meer zwischen normalem Land und Wüste. Ja. Finde ich sowieso ein bisschen lustig, dass dass die komplette Wüste hier einfach eine eigene Insel ist. Lass uns mal zum Drop, lass uns sowas mal schon zwischendurch einsammeln, wenn das blaue sind. Das sind zwar wieder nur Rezepte, aber vielleicht ist da was dabei und landen müssen wir, glaube ich. Ich lande hier auf dem Stein, weil... Oh, was ist das? Terrorbirds. Alles gut, ich guck. Die da vorne kämpfen gerade gegen den Parak. Oh, stimmt, das sind auch diese Affen, die hier mit der Map neu gekommen sind. Davon ist auch einer vorne bei dem... Ich habe komplett vergessen. Ich habe die Viecher komplett vergessen. Aber sind die nicht eher im Schneegebiet mit diesen ganzen Rudeln und so unterwegs? Nein, im Redwood sind die. Im Redwood? Die Gigantopithecus. Ja, ja, kritisch. Habe ich ganz vergessen. Es gibt ja auch hier die Amagasauren und... ich weiß nicht, wie das dritte Viech hieß. Oh, ist das alles schön hier. Ja, wir müssen das auch ein bisschen genießen. Okay, wir fliegen erstmal zum Obelisk und von da aus fliege ich dann zu meiner Markierung. Also fliege ich uns dann zur Markierung. Ich denke mal, es wird nämlich wirklich viel mehr hier an diesen ganzen Flüssen sein, als dass die woanders sind. Am Strand ja sowieso nicht, ne? Ja, fängt gerade ein roter Drop neben mir an. Ah, der... muss doch komplett runterkommen. Nee, so lange warten wir nicht. Ja, auch zu landen. Sieht eigentlich auch eigentlich schon nach so einem Bibersee aus, aber... Alles hier überhaupt. Nichts. Da sind auf jeden Fall Kanus. So, auf zum grünen Obelisk. Ja, warte, ich bin noch kurz zwischengelandet. Meiner verbraucht irgendwie voll wenig Ausdauer. Nee, du hast einfach viel mehr, deswegen... Ah, meiner hat auch ein Level-Up. Kann ich das direkt leveln? Sehr gut. So, hier, der Obelisk ist aber doch sehr viel weiter im Süden, als ich gedacht habe. Wir müssen jetzt auch noch weiter in den Osten. Von hier aus. Oh Gott, hier fallen die Stegos vom Himmel. Ja. Ich bin hier auf einem Stein. Daneben. Ja, ich lande jetzt auch mal und dann muss ich mal meine Map mal angucken. Ja, wir müssen auf jeden Fall... Oh, wir müssen uns auf jeden Fall gleich erstmal diesen lila Drop da hinten holen. Im Nordosten müssen wir... Lila Drop, wo ist denn hier ein lila? Ach, da! Da fliegen wir gleich, wenn die Ausdauer voll ist, auf jeden Fall als nächstes hin. Ich bin noch kurz runter da. Das dauert aber noch ein bisschen. Hat aber ja, aber hier warten wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich warte hier unten, dann kann ich schon mal alles killen, was hier unten ist. Aber hier ist nicht viel, hier ist nur Moshops. Nö, wir brauchen ja nur erledigen, was uns angreifen würde. Ja. Hey, es gab auch auf jeden Fall nur Müll. Alles fallen lassen, aber der hier, der könnte tatsächlich was bringen, ne? Ja. Milena? Ja. Milena ohne Heiligenscheiß. Ja, da sind dann endlich mal Gegenstände drin und nicht irgendwas anderes. Ach, der ist schon da. Ach nö, ist doch nur ein Bauplan. Ich dachte, Baupläne gibt es nur, wenn... Nee. Wenn dann Heiligenschein drum ist. Ja. Okay, so fliegst gut, du wir müssen jetzt... aber viel weiter im Norden. Wir müssen jetzt hier lang. Da geradeaus zu. Sollten wir dann die ersten Biberdämme finden. I hope so. Ja, aber das sieht doch schon richtig nach so breiten Flüssen aus hier. Ja. Du weißt eigentlich... was ich weiß, was diese Inseln zwischen den Flüssen sind. Hier können wir auch eigentlich schon Ausschau halten. Das ist... Ja, aber diese Inseln da vorne sind, glaube ich... ist, glaube ich, Gebiet von den Amagasauren. Weil ich glaube, so ähnlich sah auch das Gebiet zumindest aus, wo die im Trailer gezeigt wurden. Okay, also ich fliege jetzt einfach dahin, wo meine Markierung ist und wir hoffen mal, dass wir hier auf dieser Map das auch... Hier ist so eine Steinbrücke. Ah, hier sind welche. Rein theoretisch könnte man hier eine ganz gute, sichere Base machen. Ja, gute Idee. Hier sind nämlich auch Biberdämme. Echt? Cool. Aber diese großen sind das, glaube ich, ne? Oh ja, die großen, die gab's, glaube ich, nur auf Ragnar. Und das ist nicht mal meine Markierung hier. Das bedeutet, wir sind hier richtig und wir fangen jetzt hier an zu bauen, würde ich sagen. Ich würde sagen, hier kann man was Gutes bauen. Das dürfte auch recht sicher sein, oder? Wir haben hier nur sehr wenig Holz. Das bedeutet, einer fliegt immer und holt Holz und der andere farmt Stein. Oder irgendwie so. Ja, den genauen Platz kannst du dir angucken. Hey, wir können genau auf der Brücke, finde ich nice. Mhm, dann wir brauchen ja eigentlich nur so ein kleines Häuschen. Kannst du schon mal eine Kiste platzieren, dass wir da unsere schweren Sachen schon mal rein tun können? Ja. Ich habe aber halt gar kein Holz mit und so mitgenommen, deswegen. Ja, da hinten ist ein etwas dichterer Wald, da kann ich dann Holz von holen. Wo sehen wir die denn am besten? Keine Ahnung. Ja. Das ist gut. Das Gute ist, hier gibt es scheinbar doch nicht so viele Dinos. Ich pack einfach die Sachen aus meinem Inventar, die am schwersten mit rein. Es reicht ja, wenn wir jetzt einfach wirklich uns hier nochmal eine kleine Base bauen, wo alles drin ist. Sieht das denn aus? Ach, das ist, glaube ich, die Wüste dann auch da hinten, ne? Ja, ja, das im Süden, das ist die Wüste, ja. Ja, obwohl, ich habe jetzt irgendwie doch... Ich baue das hier so ein bisschen in die Klippe, das. Auch wenn das eigentlich total bescheuert dann im Nachhinein aussieht, glaube ich. Das Gras ist hier viel zu hoch, hier irgendwie vernünftig zu bauen. Okay. Und es ist hier voll uneben. Egal, wir können ja auch so eine Durchgang-Base machen. Ja, ja, habe ich mir eigentlich auch so gedacht, ja. Man auf beide Seiten sozusagen raus kann. So, ich konnte ein einziges Fundament machen. Das heißt, hier kommt schon mal ein Feuer hin, egal. Egal, ob gut oder nicht. Bitte Feuer an und Fleisch rein und Hauptsache warm. Aber ich glaube, mit unserer Rüstung sind wir jetzt gerade erstmal ziemlich gut ausgerüstet. Mhm. Oh, Geräusche. So. Ja, die. Ich glaube, ich will jetzt hier aber auch lieber meinen Vogel auf neutral stellen. Hm. Falls was ist. Ich schaue mich nochmal um. Ich habe dir gerade fast 1000 Holz und Stroh reingelegt. Ich schaue mich mal hier nach noch mehr Biberdämme um, weil hier fängt es mit so einem richtigen Sumpf an. Ja, ich sag ja, das ist noch nicht der, den ich markiert habe. Das heißt, die sind definitiv noch mehr. Warte mal, ich hole an Stein ein bisschen. Ja. Also, hier sieht aus wie so ein Sumpf, aber das sind so mini Redwood-Bäume. Mhm. Ja, das gucken wir uns dann tagsüber mal alles in Ruhe an. Es gab eben übrigens einen Bauplan von einer überragenden Lanze. Quetz gefunden. Was hast du? Ein Quetz gefunden. Noch ein. Oh, der Vulkan sieht ja krass aus von hier. Ja. Auch der Obelisk dahin. Ja, sieht richtig krass aus. Mega. Ich würde dann nämlich schon etwas aus... Ach nee, bei diesem Haus waren ja die Schmelzen dann im Haus. Aber ich glaube, wir müssen die nach draußen platzieren, weil wir brauchen ja ein paar mehr, ne? Ja. Ich traue mich nicht wirklich ohne Vogel jetzt in der Nacht los. Zumal wir hier ja gar nicht sehen konnten, was hier so unterwegs ist. Soll ich schon mal den einen Biberdamm hier unten ausrauben? Ich sehe hier nämlich keinen einzigen Biber in der Nähe. Wenn du damit zurechtkommst, also ich kann dir sonst, wenn ich hier so halb überladen bin, nicht wirklich zur Hilfe kommen. Ist deine Entscheidung. Das machen möchtest. Ich stelle jetzt nämlich auch schon... Da war einfach schon die Hälfte vom Zement drin, was wir brauchen. Was? Wie geil. Okay. Es fehlt Stroh. Noch mehr Stroh brauchst du. Achso, hast du das Stroh reingemacht? Da habe ich einfach gar nicht drauf geachtet. Achso, okay, cool, Stroh danke. Und habe ich rum. Ja, perfekt. No, ich habe natürlich nicht zugehört. Was glaubst du denn? Siliziumperlen haben wir auch einige jetzt. Oh, wie nice. Geil. Bitte einmal speichern, liebe Ark. Gespeichert wird die ganze Zeit. Oder ein paar Sekunden. So. Das Haus war irgendwie so 2x4, glaube ich, ne? Oder 2x3? Keine Ahnung. Guck einfach mal. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also ich glaube, ich kann mich nicht bewegen. Das ist bisher auch der einzige Biberdamm, den ich hier gefunden habe. Kann die Richtung. Aber du kannst doch ja gar nichts sehen. Außerdem möchte ich das... Ich möchte es tagsüber gleich auch alles noch überfliegen. Oh, beim ersten Biberdamm haben wir den Biberdamm gefunden, aber keine Biber. Jetzt habe ich Biber ohne Biberdamm gefunden. Aber dann ist da definitiv irgendwo einer. Du kannst ihn in der Zeit vielleicht schlecht sehen. Ein Sarco hat mich gerade angeknabbelt. Böse Sarco, ich habe einen Biberdamm. Ja, das ist ein bisschen weiter im Wasser und da sind Biber. Das machen wir dann tagsüber zusammen. Ja. Nun sage mir, was fehlt dir denn, bitte? Nein, natürlich. Dann muss ich wieder alles auspacken. Und noch mehr Stein holen. Vielleicht mache ich das Ganze auch lieber mit einer Fackel, sonst ist es hier alles ein bisschen dunkel. Aber die liegt dir ja sowieso immer die ganze Zeit aus der Hand. Let's go. So, hey, Monsterkeks ist am Start. Hallöchen, liebe Laura. Knutscher und Knuddler für dich. Hallöchen. Und schön, dass du reinschaust. Und jetzt leider gar nicht dies, weil ich meine Fackel aus der Hand legen musste. Ich hoffe, es geht dir gut, liebe Laura. Ich habe nicht meine Fackel. Ja, ich habe eine, aber jedes Mal zum Abbauen legt der Charakter die ja sowieso weg. Von daher ist das nicht so ergiebig. Ja. Und ich hoffe, du hattest ein tolles Wochenende bisher. Liebe Laura. Jetzt fehlt bestimmt direkt... Ich kann jetzt bestimmt eine Plattform... Ganz schön düster, das Spiel, ja genau. Es ist gerade 2 Uhr ungefähr. Es ist bei mir auch extra düster. Und auf YouTube nochmal extra dunkel. Genau. Und YouTube macht das Ganze dann nochmal... Oh Gott. Hier kommt ein blauer Drop runter. Ja, rüste mal deine Fackel aus, Fräulein. Hä, wieso macht die denn die Fackel auch einfach aus, wenn ich das Hauptmenü öffne? Scheuert. Ja, oder? Was meinst du? So, ich muss mal kurz überlegen. Ich muss mir jetzt erstmal alles freischalten. Stein. Ich brauche eine Steintür. Und ich brauche das Steinfenster. Daran erinnere ich mich noch. Auch bestimmt die Schrägen. Und das Steindecke. Treppe vielleicht später, weiß ich nicht so genau. Und die Feuerstelle nehmen wir die wir von der Mod haben, ne? Ja, Feuerstelle haben wir eine, wo man mit kochen kann als Mod. Da können wir vor allen Dingen auch mehr Fleisch reinknallen, das wäre schon ziemlich cool. Und die braucht ja wirklich nichts Aufwendiges. Als nur tierisch viel Stein. Genau, wie normale Feuerstelle halt. Metall! Und zwar im Überfluss! Yay, Metall! Monsterkeks, wir haben Metall gefunden. 10 Meter neben unserer Base. Und am besten noch ohne T-Rex, das wäre noch eine Sensation. Guck mal, hier, wo der blaue Drop ist. Blauer Drop. Blauer Drop, die blauer Drop. In der Nähe von uns. Ah, sehr cool. Willst du mich da auch drum rumfliegen? Ja, ich sehe da einen Schatten. Und einfach nur von dir aus jetzt ein bisschen links hier bei diesen Steinfelsen. Da sind, warte. Ja, mega cool. Einmal Erz, zweimal Erz, 3, 4. Cool. Alles ein bisschen verteilt. 5, 6, auch ziemlich versteckt teilweise. 7, also mega vieles hier. Und das direkt neben unserer Base. Geil. Also provisorischen Base. Ja, Ausruhen ist angesagt. Letzte Woche war sehr anstrengend für mich. Okay, ich lese das jetzt vielleicht nicht so laut. Nicht so laut vor alleine schon. Nicht so laut. Oh. Oh. Mensch, das ist ja super, dass es hier wieder besser geht. Wir kennen das ja selber. Meine Mama hatte das auch. Direkt fast bei Anfangszeit, weil sie ja im Altersheim arbeitet. Und alles Liebe und gute Besserung weiterhin auch an deine Mama, dass sie sich auch weiterhin gut erholt. Und dass du dich auch jetzt wieder erholen kannst, liebe Laura. Ja, das ist alles nicht so einfach. Ja. So, was sagt denn die Uhr? Immer noch 4 Uhr. So, warte mal, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. Wo ist denn hier Ende im Gelände? Das kann ich nur mit Fackel sehen. Oder ich fahre gleich runter. Weißt du was, eigentlich, um das abzuschließen, können wir doch eigentlich... Mach's dann einfach ein bisschen länger. Ja. Wenn ich jetzt noch 2 hier hin mache, oder? Ja, geht. Oh, der Job ist unten. Und dann... Tag. Dann brauche ich aber trotzdem noch wieder ganz viel Stein. Ich platziere jetzt erstmal die andere Kiste schon hier oben drauf. Hier so irgendwie an der Seite. Damit ich nicht immer hier runterrennen muss, das ist viel zu weit. Blueprint Dinosaur Gateway. Hä? Abfall. Ich habe übrigens... Achso, habe ich schon gesagt. Überragende Lanze, blabla, irgendwas. Ja. Danke, machen wir. Schreibt Monsterkeks. Und wie geht's euch und eurer Hündin? Uns geht's gut. Alles supi. Ja. Jamie hat Ferien. Hey, Ferien. Freitag war letzter Schultag. Der hat jetzt erstmal Osterferien. Und der Hündin geht es auch viel besser. Schon wieder viel entspannter. Und ich will es nicht beschreien, aber es könnte alles hinter uns liegen. Also wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. Wir waren heute schon richtig lange im Wald und so unterwegs und sie ist ganz entspannt und es geht ihr wieder gut. Von daher, ja, ich denke, wir haben es geschafft. Also Floki reagiert auch schon nicht mehr so wie vorher auf sie. Von daher denke ich mal, vielleicht noch 1, 2 Tage, dann können die auch wieder frei laufen. Also so richtig ohne Leine auf Hundewiese und so, weil das traue ich mich denn doch noch nicht. Denn wenn sie weit weg ist und ein anderer Hund weit weg ist, dann kann ich das ja nicht wirklich beeinflussen. Okay, warum ist mein Vogel... Vielleicht müsste ich diese 1000 Gramm Gedüngs, was der hier so mitträgt, auch mal alles wegpacken und rauspacken. Und gut, die Kohle ist ja auch so schwer, ne? Ja. Hä, und woher habe ich denn überhaupt 600 Feuersteine in meinem Inventar? Das ist eine gute Frage. Oh, falscher Vogel. Guck mal, Monsterkeks. Ich habe so einen richtig coolen Vogel gestern abgekriegt. Der hat so einfach Augenkrebsfarben. Ach, aber vom Allerfeinsten. Aber damit muss ich mich jetzt leider erstmal begnügen. Wenigstens gehe ich Jamie nicht verloren, weil diesen Vogel findet man auf jeden Fall überall wieder. Mhm. Laura schreibt da, dann lass krachen, Jamie. So, Laura, du bist leider die Einzige gerade im Chat, aber mach doch mal einfach Ausrufezeichen Keks. Weil wegen falsches Werkzeug. Ich brauche bitte die Axt. Weil wegen Keks. Und Dankeschön für dein Däumchen. Ach, Jamie war schneller. Wir haben Jamie jetzt einen Account erstellt, damit er selber im Chat mitschreiben kann. Hihihi, Plaus, Plaus. Hat der Jamie gut gemacht. Jetzt kommt es zweimal. Dann kommt es jetzt halt zweimal. Kind bekommen. Ist egal, ist eh nichts los. Ich kann dir einmal das Metall zeigen. Was macht die Süße? Träumt sie? Alle schlafen hier. Wir waren so lange im Wald, alle schlafen. Inklusive Papa. Kann der einmal das Metall zeigen? Achso, ja, ich würde gerne jetzt irgendwie tatsächlich mal dazu kommen, dass wir das fertig bauen. Oder soll ich das wieder nachts machen, dann in der nächsten Nacht? Wie wollen wir das handhaben? Nee, mir ist es egal. Kannst du mir sagen. In der Nacht können wir halt sonst nichts machen. Okay, das bedeutet, wir bauen dann in der Nacht. Ja. Okay, kann ich auch mitleben. Aber was... Achso, ich müsste mal zum Wasser. Ich müsste mal nicht verdursten kurz. Da unten ist ein Sarco, musst du schnell wieder weg. Ja, ja, du gehst gerade genau in ihn rein. Ne? Wo? Links. Ach, hi, der hier. Ja. Der backt hier zwischen zwei... Bringt der irgendwas Besonderes? Nö. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Hi, Treibki. Also nichts, was wir brauchen zumindest. Ja, also er ist schon ziemlich einzigartig, würde ich sagen. Das liegt an diesem Osterevent, Laura. Hier ist so ein Osterevent. Da kann man sich jetzt so spezielle Skin-Klamotten mit, keine Ahnung, Osterhasen, Ostereiern und so ein Quatsch. Ja, besorgen, nenne ich das mal. Und dadurch sind voll viele Tiere in diesen knalligen Neonfarben jetzt. Und ich finde die Farben auch sehr schön, aber mir hätte eine davon auch gereicht. Hier so ein Peach oder so. Dieses Türkis finde ich zum Beispiel auch ziemlich cool. Aber der hat einfach alle Farben. So, sag mal, Treiki, was machst du hier? Okay, dann lass uns jetzt mal eben... Ich zeig dir erstmal kurz das Metall. Genau, Metall besorgen. Und währenddessen du Metall nochmal mitnimmst, nehme ich Stein mit. Ja, hier überall um diese Felsen hier rum. Vorne direkt, habe ich schon gesehen. Ich nehme ein bisschen Stein mit, damit ich schon mal zumindest die Schmelze platzieren kann. Mhm. Ja, normalerweise haben die nicht diese Farben von Natur aus, die ganzen Dinosaurier. Die sind da schon ein bisschen... Oh, ein Kompi. Ein bisschen naturlastiger. Also grün oder... Ja, es gibt auch schon lila oder so, aber die sind dann so dunkel lila. Ja, und jetzt ist aber gerade dieses Osterevent. Und da sind die dann... Boah, wie wenig ich einfach abbaue. So, mache ich jetzt Ausdauer oder mache ich jetzt Gewicht? Ich glaube, ich mache nochmal Gewicht. Was ist denn bei mir am besten, Jamie? Wie viel Gesundheit hast du denn mittlerweile? Ich selber? Ja. Ich kann mich dreimal leveln, aber ich... Moment, 420. Was? Was hast denn du so hoch gemacht bei dir? Sag nicht dein Gewicht. Nee, Nahkampf wahrscheinlich, oder? Wie viel Prozent ist dein Nahkampfschaden? 370. Bitte? 370. Mann, das ist ein bisschen höher. Okay, aber ich denke immer 9500. So, ich denke immer so, es passiert ja eigentlich eher nur aus Versehen, dass ich... Nee, hä? Mein Melee-Damage ist 250. Ich brauche noch Holz und Leder. Oh, wie unpraktisch. Hab ich jetzt einfach... was hast du viel mehr geskillt als ich? Ach, du bist einfach Stufe 70. Ja, weil ich durch das ganze Bauen, ja. Du warst ja die ganze Zeit unterwegs und ich habe geiler Baum. Hey, ja, Monsterkeks, genau. Und wir haben irgendwie wieder Lust gehabt, ARK zu spielen, weil die haben eine kostenlose Map gedroppt. Und ja, deswegen zocken wir das jetzt einfach und das machen wir einfach im Streamchen. Und wer Lust hat, vorbeizugucken, der macht das. Freuen wir uns. Und ansonsten, ja, wir würden es ja sowieso spielen, von daher. Hey, Ricky ist auch wieder am Start. Hallöchen. Oh, sieht aus wie ein Feensaurier. Ist der verwandt mit... Nein, ist er nicht. Schön, dass du reinschaust, Ricky. Ich hoffe, du hattest gestern noch einen angenehmen Abend und noch eine gute TV-Auswahl. Oder... nee, es war ja dann nachher der... Ich weiß es gerade nicht mehr. Was war es für ein Gerät? Du? Ich stehe hier bei diesem Baum, weil ich dachte mir, am besten stelle ich das doch alles schon hierher. Bei mir steckst du unter der Erde. Hä? Bei mir steckst du unter der Erde. Nein. Ah, jetzt bist du weg. Negativ. Jetzt bist du da. Hä? Das kann ich nicht bestätigen. Jetzt bist du weg. Was? Ist doch egal. Hauptsache bei mir ist alles okay. Beziehungsweise bei mir ist auch nicht alles okay. Da, wo du bist? Ich bin da, wo ich bin, ja. Du bist bei mir, ja. Ja. Du schiebst mich gerade beiseite, freundlicherweise. Das ist gut. Ich weiß halt noch nicht, wie viele Schmelzöfen. Aber es wäre halt nice, wenn wir jetzt einfach die Schmelzöfen schon platzieren und die einfach anschmeißen, unabhängig davon, ob die kleine Base jetzt fertig ist oder nicht. Mhm. Ach so, okay, ja genau. Aber ich meine, du bist ja nachher runtergegangen und ich wusste nicht mehr, was es war. War es ein Notebook oder ein Tablet oder was du jetzt mitgenommen hast? Das meinte ich gerade, Ricky. Ja, ansonsten, wie gesagt, diese Dinosaurier haben diese Farbe gerade, weil hier so ein Oster-Event ist. Und dazu gehört es, dass man besonders spezielle Farben an Dinosauriern an... Oh ne, warte mal, ich bin ja jetzt wieder... Ich kann noch ein bisschen was mitnehmen hier. Uno Secundo. Ich nehme auch noch ein bisschen Metall mit. Aber das Ganze mit meiner Spitzhacke. Und jetzt sind auch langsam die Haare von meinem Charakter nachgewachsen. Yay. Das sieht doch schon mal... Ich habe zwar ein bisschen... kurze Beine und lange Arme, aber das gehört sich so bei ARK. Wo müssen wir hin? Guck mal, da hinten zum Beispiel, da ist so ein ganz quietsche neongelber. Oh, und von unten so leicht grünlich. Zurück zu Base, ja, du bist witzig. Okay, wir können erstmal alles in die Truhe packen. Hm, habe ich schon gemacht. Oh, mir fehlt dann noch eine Steinplattform, die mache ich eben noch fertig. Mhm. Und dann schmeißen wir die Öfen an und können direkt los noch ein bisschen Zement sammeln, gerne. Ja, ich habe schon einen Biberdamm auf jeden Fall gefunden. Es ist aber nur ein kleiner. Deswegen hat der wahrscheinlich 100 bis 200 Zement. Ja. Genauso ist es, Ricky. Die legen dann Eier und zwar sind das... Nicht ganz. Aber Dodos, die Hasenohren haben, legen. Genau, die haben dann so ein Haarreif mit Hasenohren drauf. Genau, also normalerweise gibt es hier so kleine Dinosaurier, die nennen sich Dodos. Und die Dodos haben während dieses Events dann so kleine Hasenöhrchen auf, wie so eine Art Verkleidung. Und... Die legen normalerweise auch Eier, aber die sind dann in diesem Fall bunt und diese musst du dann sammeln. Und wenn du die gesammelt hast, kannst du sie in ein Lagerfeuer packen und daraus kannst du dir dann bestimmte Skins machen, die dann auch wieder ein Eiermuster haben oder ein Häschenmuster. Ich weiß gerade nicht, welches das ist, weil ich habe mir das noch nicht angeguckt. Okay, Jamie, kannst du reinknallen, wenn du was hast? Ich habe schon alles in die Kisten hier getan. Achso, okay. Ich will halt jetzt nicht wieder voll beladen losziehen. Oh, das hier eben noch hin. Aber wir konzentrieren uns halt jetzt nicht auf dieses Osterevent, weil wir haben das schon 1000-mal mitgemacht. Gott, was machst du da für Geräusche? Wir haben das schon 1000-mal mitgemacht, dieses Osterevent. Mein Vogel hat sich dadurch gelernt. Achso. Und in der Regel, wenn man halt... Gott, ist das ein nerviges Geräusch. Genau, das ein bisschen weiter weg. Und in der Regel, wenn man anfängt, dieses Spiel zu spielen, dann macht man nicht unbedingt gleich bei diesen Events mit, weil man hat ja noch keine Base und ja, einfach gar nichts, ne? Vielen Dank fürs Däumchen auf jeden Fall. Oder allgemein vielen Dank für 3 Däumchen. 4. 4 Däumchen. So, wo bist du? Ich könnte jetzt los, theoretisch. Okay. Und wir sind jetzt hier und sammeln... Zement. Genau, und sammeln Zement, weil die Biber meistens hier in so flachen Gewässern und so Flüssen unterwegs sind wie hier. Wir können hier nochmal Ausschau halten, aber ich weiß, wo einer ist. Ja, aber ich finde das auch schön. Also ich... Und da hinten ist zum Beispiel ein Vulkan. 2 Vulkane sogar. Oh ja, stimmt, 2 Vulkane. Aber eben in der Nacht sah das wesentlich cooler aus als gerade. Oh ja, hier hört man schon so ein bisschen die... Der Hintergrund ändert sich so ein bisschen. Hier sind nicht mehr so Möwen und so, wie am Strand, sondern so ein bisschen froschlastig. Oder? Ja. So Froschgewake und so. Wenn man hier jetzt ganz rechts rum... Oh, warte mal, ich hab dich verloren. Wo bist du? Rechts. Okay. Oh, hier muss man aber wirklich suchen, ne? Na, aber wenn man hier rumgeht, ist da vorne wieder so eine Steinbrücke, wie die, auf der wir gebaut haben. Und dann ist hier vor ein kleiner Biberdamm. Okay, ich entleer den und du... Ja. Ich weiß aber schon wieder gerade nicht mehr, wo du... Ach, da bist du, okay. Ja, aber warte mal. Wir müssen... Lass uns mal kurz besprechen, wie wir das machen. Ich bin... hin und entleeren. Genau, nur wenn du deinen Vogel auf neutral hast, dann wird dein Vogel die so lange angreifen. Wollen wir die komplett ausmachen? Meiner ist auf passiv. Du bleibst auf deinem sitzen. Okay. Kann ich dich zur Not greifen damit? Ja, kannst du. Okay. Mach's nicht. Ich versuche auf meinen Vogel zu gehen. Ja, schnell, da kommt 136, 136. Mega! Wir können hier gucken, ob hier noch weiter welche sind. Alter, der Sarco hat ja eine geile Farbe. Guck mal, der ist oben einfach so türkis und unten knallrot, wenn ich das richtig erkenne. Sieht einfach vom Weiten aus wie ein Alpha. Nein, pink ist das sogar. Ja, der hat dieselbe Farbe wie deiner. Und der lenkt jetzt einfach gerade die Biber ab. Da vorne ist ein großer Biberdamm. Oh, stimmt, ja, ganz vorne. Ja. Okay. Mega nice, dann kommen wir ja doch schneller an unser ganzen Kram als gedacht. Ja, nochmal 316. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt wirklich noch ein, zwei Tage hier bleiben und hier erstmal alles looten, oder? Ja. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Guck mal den hier, Jamie. Einfach den Piranha, die Farbe. Ist das cool? Mom. Mom, das ist einfach türkis. Ja, aber ich glaube, wir müssen wieder ins Landesinnere. Ja, wir müssen weiter rein, wieder in die Insel. Es gab noch... Oh nein, Hilfe! In diesem Sumpf, wo bist du? Diese nervigen Viecher waren gerade hinter mir her, aber der Pteranodon ist zu schnell. Hm. Hier direkt in diesem versifften Sumpf. Nee, aber einfach jetzt rechts rum. Keine, aber... Ja, wir können hier nochmal weiter rechts, da gibt es dann nochmal so ein... Hier ist schon wieder so ein quietschiger... So ein Fluss. Sarco. Das ist bestimmt... Links von mir ist auch ein quietschiger Stego. Oh Gott. Und der Paraka hier, der Grüne. Eieiei, das ist ja... Hier ist ja was los. Ja, lasst uns einfach jeder für sich den ganzen großen See hier erstmal abfliegen, bevor wir wieder eine Abzweigung nehmen. Ich habe ganz ultra viele große Biberdämme. Ich habe direkt die nächste Abzweigung genommen. Ach so, warte mal kurz. Hey, ja, genau dahin geht eigentlich auch meine Markierung. Hier sind mega viele. Also einer ist hier schon mal. Ja. Kannst du noch genug tragen? Hier sind ja gar keine Biber. Wenn ich das Holz nicht mitnehme, dann ja. Das Holz brauchen wir nicht, das können wir ja selber looten. Ich glaube, weiter raus gibt es noch mehr. Ich müsste nur meinen Vogel auch auf passiv stellen, falls ich noch irgendwie mit einsammeln muss, weil wenn der dann angegriffen wird, dann macht er, was er will. Okay, nee, weiter raus. Das ist ja mega der Platz. Also gut für die Markierung, weil wir brauchen dann jedes Mal einfach nur hier hinkommen, ne? Mhm. Und mit ganz viel Glück, wenn wir alles abgrasen, dann kriegen wir schon die zweite Plattform für dich auch direkt mit an den Start. Ich baue gar nicht auf einer Plattform. Achso, oh ja, stimmt, habe ich vergessen. Okay, dann kommen wir wieder in den inneren Kreis. Nee, ich muss jetzt hier noch einmal, hier sind einfach so viele bunte Legos, bunte und... Oh nein, hier ist einfach ein Dung-Beetle. Ja, den gibt es, glaube ich, öfter an der Oberfläche. Ah, Schlange! Danke. Danke, Schlange. Ich habe dich gelevelt. War ganz schön laut. So, ich habe jetzt die ganze Zeit so viel hier eingesammelt. Und jetzt habe ich das nicht gemacht. Ich wollte den gerne schon mitnehmen. Oder vielleicht lieber nicht. Nee, habe ich nicht. Habe ich alles in die Kiste, in der anderen. Und hier ist eine Schnecke. Hast du verdorbenes Fleisch? Nee, weißt du, jetzt ist aber unwichtig. Lass uns das doch so machen, dass wir dann hier auf jeden Fall wiederkommen, wenn unsere Häuser gebaut sind. Bist du wieder zurückgeflogen, denselben Weg und dann nächste Ausfahrt rechts? Da ist nichts mehr. Der will mich mal kurz. Ja, ich glaube. Ich muss sagen, mein Pteranodon kann schon echt gut was tragen. Wir haben jetzt schon, wenn ich das, was ich jetzt habe, zurückbringe, haben wir schon genug Zement für 2 Plattformen. Ich guck mal eben. Ich brauche ja theoretisch eh nur eine. Wir brauchen 600 Zement für eine. Wir haben 1200. Oh, nice. Ungefähr, glaube ich. Ja, die sind einfach wieder... Oder ist der nicht kaputt gegangen hier? Welcher? Ach, egal. Ist nicht so wichtig. Die spawnen ja sowieso irgendwie nach. Hoffentlich. So, wenn ich jetzt noch die Base wiederfinden würde... Hier ist ein Quetz direkt über dem Sumpf. Ach, ich weiß. Den habe ich schon gesehen. Ich brauche dann auf jeden Fall eine Lupe, weil ich kann ohne Lupe sonst gar nicht sehen irgendwie, was für ein Level überhaupt. Von gar keinem Dino kann ich das sehen. Okay. Ich weiß halt gerade nicht mehr, von wo wir gekommen sind. Da vorne, glaube ich, die Brücke. Aber ich glaube, bei dem einen Biberdamm hast du auch gerade gesagt, du kannst das Holz nicht mitnehmen, deswegen ist es stinkend. Ja, aber das Holz habe ich rausgeworfen. Achso, dann ist da ein neuer wieder gedroppt. Aber egal, wir haben schon mehr, als wir brauchen. Ja. Ja, soll ich dann direkt... Ne, wir müssen jetzt erstmal Metall schmelzen. Mhm. Du kannst dann jetzt... Und währenddessen bauen wir das Haus. Genau. Würde ich auch sagen. Auf ganz entspannt. Damit ich mich einfach level, baue ich hier ein bisschen woanders auch selber ein Haus. Einfach damit ich mich auch mal level. Weil ich bin okay. Stufe was? 50? Ja. Ja, 50. Okay. Ich baue hier auf dieser Spitze. Obwohl, nee, das passt nicht so gut irgendwo. Aber ich weiß auf jeden Fall schon ein Haus, aber das ist ziemlich hoch, deswegen würde es hässlich aussehen, wenn ich es hier irgendwo hin mache. Oh, ich muss jetzt erstmal das Metall noch rüberschleppen. Jetzt noch bewegen. Nope. Ein bisschen. Auch immer noch viel zu viel. Ich brauche ja nämlich noch eine Werkbank, um das jetzt ja alles reinzuknallen. Weil ich muss ja auf der Spitze aber leider alle Bäume fällen. Ja, macht doch nichts. Die dürften bei unseren Einstellungen direkt eigentlich wieder spawnen. Ne, aber ich muss die, glaube ich, fällen, weil die... Weil ich da mein Haus hinbaue, deswegen. Achso. Ja, ist doch egal. Wir sind so weit weg vom Schuss. Hier kommen wir wirklich nachher nur zum Looten her. Hm. Also ich verstehe immer noch nicht. Wir haben auch so viele Siliziumperlen. Mit allen Siliziumperlen, die wir schon bekommen haben, können wir schon einen Quetzalplattformsattel machen. Ja, das finde ich auch richtig cool. Aber ich habe ja sowieso diesen Mod drauf, dass wir die dann auch später in unserem Garten pflanzen können. Ja, stimmt. Ich brauche jetzt auf jeden Fall 200 Metallbarren für die erste Baumhausplattform. 200 nur? Ich dachte auch 600. Nee. Kontrolliere nochmal, aber habe ich eigentlich gerade geguckt. Kann sein, dass das die Klippenplattform ist. Ich brauche 600 Fasern, 1600 Holz. Deswegen will ich halt die Werkbank jetzt schon platzieren, weil das kann ja sonst keiner tragen hier von uns. 200 Metallbarren und 600 Zement. Mhm. So, das sieht doch schon mal gut aus. Das Zement habe ich in die Kiste auf der Plattform getan. Ja, super, danke schön. So, ich muss das mal drin lassen. Ja, ich brauche gleich auch noch ein bisschen Zeug, aber ich muss erstmal hier alles verteilen. Und dann mal gucken. So, Monsterkeks schreibt, ich schaue weiter zu, aber lege mich noch ein bisschen hin, damit ich später wieder fit bin. Oh ja, ihr streamt ja heute, stimmt, ne? Um gegen 6:30 oder so war das immer, ne? Also wenn wir da den Stream aus haben, dann schaue ich auf jeden Fall rein nachher. Und ja, leg dich hin, ruh dich aus und schön, dass du reingeschaut hast. Und ich hoffe... Wenn du dich ausruhen willst, sind wir nicht zu laut. Hihi. Gestern hatten wir das nämlich, dass hier dann einfach ein T-Rex vorbeigeschaut hat. Also es war nicht genau hier, aber... T-Rex ist T-Rex. Aber T-Rex ist not so gut. Ach, um 18 Uhr, okay. Ja, weil wir haben heute gesagt, wir streamen halt einfach so lange, wie wir Lust haben. Aber... Dann gucke ich auf jeden Fall rein. Ne? Bei euch. Also bei Spooky und bei Rolli auf Twitch seid ihr ja bestimmt wieder, ne? Ricky. So. Zum Bauen brauche ich jetzt aber selber noch Metall und Stein. Dann habe ich schon mal einen hiervon. Und ich glaube, eine Werkbank wird uns auch schon reichen. Hoffe ich. Ist ja wirklich alles viel zu hohes Gras. Ja, aber weißt du, das stört mich auch nicht, weil ich hier halt einfach nicht bleibe. Mhm. Also man könnte das hier ein bisschen erhöhen, indem man dieses Trickgedüngs macht. Aber damit kann man es doch nur runter machen, oder nicht? Ja, aber du könntest ja die auf, sag mal schnell, mit Böden machen und mit Stelzen. Ach so, das ist die einzige Möglichkeit, denke ich mal. So, Monsterkeks schreibt, falls ihr zu laut werdet, drehe ich euch ein bisschen leiser. Streamt so lange ihr wollt, ihr beiden. Oh, knuddeln und knutschern nochmal an. Die liebe Laura. Ja. Ja, man kommt hier immer nicht so wirklich schnell voran bei diesem Spiel. Obwohl wir schon ein bisschen nachgeholfen haben mit unseren Einstellungen. So, ja, es sieht bescheuert aus mit dem Gras, aber ne? Das soll ja jetzt hier auch Felsen gesucht. Nicht wirklich ein Kunstwerk werden, sondern einfach... Warte, mein Vogel ist komplett überladen. 1 Trillion Fleisch. Und wir können vielleicht die Feuerstelle nachher hier auch einfach mitnehmen. Stimmt, ich glaube, man kann die aufheben, ne? Ja, weil das diese Mod... Dieser Mod-Kamin ist. Ne, warte mal, ich brauche das. Ein bisschen brauche ich ja davon noch, sonst kann ich keine weiteren... Wo ist denn das Stroh abgegeben? Jetzt, ich leere erstmal deine ganze Kiste hier aus. Alles, also wenn du jetzt noch was ranschleppst, was so Materialien für uns sind. Das zählt aber nicht dazu. Dann gerne in die Werkbank reinknallen, ja? Dann brauche ich nämlich nicht 5-mal hin und her laufen jetzt. Ich glaube, so. Obwohl ein bisschen rohes Metall brauchen wir ja auch immer für ein paar Sachen, ne? Ja, eher so für Deko-Sachen, Tische und so. Und sonst fällt mir gerade auch nichts ein. Okay, dann erstmal das Holz loswerden. Stein auch, weil ich brauche jetzt erstmal noch mehr Stein und Stroh vor allen Dingen. Und da hier nicht so viele Bäume sind, muss ich ein bisschen wegfliegen. Sind auch leider nur so klitzekleine Bäume, aber so, das wäre jetzt auch so für auf die Dauer zum Bauen nicht mein Favorit hier. Ist ein bisschen wenig los hier. Mit den ganzen Bäumen ist mir das viel zu wenig auch. Ich muss aber sagen, die Bäume sind ja krass. Also da habe ich jetzt voll ewig drauf rumgekloppt. Nicht hier rumbacken. Brauche noch ein bisschen Holz. Und gelevelt. Ist halt auch so blöd, wenn wir die ganze Zeit unser Gewicht leveln, aber unser Pteranodon eigentlich gar nichts tragen kann, ne? Genau das mache ich die ganze Zeit. Ich habe mein eigenes Gewicht, aber mein Pteranodon kann nichts tragen. Ja, das ist halt so. Beim Argentavis wird sich das wenigstens ein bisschen mehr bemerkbar machen, weil ja, weil es halt ein Argentavis ist. So, okidoki. Muss mal gucken, ich kann das ja eigentlich... Wie ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt immer noch so, dass wenn ich die Sachen herstelle, dass es dann leichter wird? Oder haben die das mittlerweile gefixt? Es ist nicht mehr so extrem wie früher, aber es ist immer noch so. Aber es ist ja eigentlich immer noch gut dann, weil... ich das dann jetzt ja unterwegs lieber herstelle. Und immer leichter werde. Ja. Ist okay. Oh. Und ich glaube, diese Biberdämme und das alles, das würde halt auch erst wieder spawnen, wenn wir richtig weit weg gewesen sind. Ich glaube, es spawnt nicht so, wenn wir jetzt hier ganz lange sind, aber trotzdem an derselben Stelle, dann spawnt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir müssen hier erst, das ist ja hier so eine Kästchenpufferung, weißt du, dass wir erstmal ein bisschen weiter weg sein müssen. Mhm. Würde ich vermuten. Soll man nicht beschwören. Ja, es klappt auf jeden Fall. Das Gewicht wird weniger. Das ist super. Aua. Oh Gott. Das sieht einfach so schön aus, wenn der Stein so zerfällt. Einfach grafisch. Ach, in der Augenweide. Hey, wo bist du? Warum bin ich so winzig? Ich glaube, ich mache dann auch erstmal noch ein bisschen Nahkampfschaden, ne? Wenn du deinen Nahkampfschaden auch so krass hochgelevelt hast. Nee, man, das ist 350. Ach so. Okay. Weil dein Gewicht mittlerweile auf 1500 ist. Nein, mein Gewicht ist 700. Na, ich kann mich ja auch eine Weile mal gar nicht leveln. Bitte? Ich habe Resistenz auf 16. Das habe ich relativ hoch, aber... Okay, Resistenz habe ich auf 14, aber da wollte ich eh noch mal ein paar machen. Mhm. Bin überladen. Ich bin mal eher überladen, bevor es mein Vogel ist. Wow. Wow. Ein Schatz von mir. Mhm. Zu schwer beladen, ich kann nicht springen. Aber auch nicht vorzuspringen. Das war mehr ein Versehen, würde ich sagen. So, wo sind denn jetzt diese Wände? Welche Seite war jetzt nochmal die Vorderseite? Die dunkelgrüne oder die hellgrüne? Die hellgrüne ist die Innenseite. Richtig? Kommen jetzt auch noch an beide ran. Upsi, das. Und weil ich jetzt einen länger gebaut habe, machen wir nämlich hier die ein. Hier. Hier. Ich muss einfach die ganze Zeit quatschen. Ich quatsch irgendwas, aber Hauptsache quatschen. Ja, genau, ich brauche Fasern. Hol meine Sichel raus und geh zu einem Baum. Ja, kannst du machen. Hm. Ob es viel bringt, weiß man nicht. Yep, genau so ist es. Oh, was? Ich kann immer noch nicht springen. Was ist denn mit euch los? Auch noch mehr Wände. Vor allen Dingen brauche ich jetzt auch 2 hiervon. Hiervon und... Da kommen dann nämlich die Betten oben drauf. Das ist hier so ein kleines... So ein kleines praktisches Lager dann. Oh, hier muss aber... Hier kommt man... Ja, ist ja gut. Ich glaube, eine Treppe habe ich auch noch gar nicht freigeschaltet. Und eine Treppe, die mit R anfängt, gibt es auch nicht. Nee, jetzt hätte ich fast eine Reppe. Eine Reppe. Jetzt hätte ich fast die Lehmtreppe aus Versehen freigeschaltet. Aber auch ein blöder Abgang hier, wenn ich ehrlich bin. echt nicht, ob mir das gefällt. Wir machen aber noch ein paar Treppen. Oh, hallo, der Daniel! Hallöchen. Hey, Daniel ist am Start. Jamie, da kannst du direkt gleich mal Ausrufezeichen DD eingeben. Jamie hat nämlich jetzt passend zu Beginn seiner Ferien einen Account gekriegt, mit dem er jetzt auch in den Chat schreiben kann. Schön, dass du reinschaust, Daniel. Und ich hoffe, du hattest bisher ein tolles Wochenende, beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet bisher ein tolles Wochenende. Und ich habe gesehen, dass der Omnibusfahrer auch wieder streamt heute. Mit seinem riesen Minecraft-Projekt. Beziehungsweise da spielt ihr ja sowieso alle mit, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Auf dem Server. Bei Omni. Ja. Ich glaube, hier mache ich das genauso. Das gefällt mir hier noch nicht so, nicht so sehr. Bei dir ist alles Roger. Boah, das mit dem Gras ist aber auch wirklich mega nervig. Ach, du baust direkt einen Turm. Kann man so sagen, ja. Okay, na, ich werde mir das nachher auf jeden Fall angucken. Ich glaube, hier ist irgendwie eine Treppe total unnötig, aber jetzt habe ich sie halt schon hergestellt. Hm, oder ich verbaue sie mal lieber. Noch nicht. Ja, also, wir spielen auch Minecraft. Habe ich ja gestern beim Omnibusfahrer auch schon in den Chat geschrieben. Aber für mich persönlich ist es wirklich so ein Spiel, ich muss da so richtig Lust gerade drauf haben, das auch zu suchten. Muss da richtig so in so einem Bauwahn sein. Und das war zuletzt, Jamie, im Dschungelbiom habe ich ein riesen Baumhaus, diesen Dschungelbaumhaus irgendwas gebaut. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Wenn es das nächste Mal aber soweit ist, dann werde ich auf jeden Fall beim Omnibusfahrer nochmal anfragen, was ihr da gerade macht oder ob ihr das gerade spielt oder wie auch immer. Dankeschön fürs Däumchen, Daniel. Ja, wir machen hier eigentlich Ähnliches. Wir bauen gerade eine kleine Base und looten ein bisschen. Nur in einem anderen Spiel. Gelegentlich lassen wir uns auch fressen von Dinosauriern, aber heute ist es noch nicht geplant. Zumindest nicht absichtlich. Wie sind wir dann da immer hochgekommen? Wir haben dann immer die Werkbank so hier als Slider benutzt, oder? Ja. Weil wir produzieren jetzt eigentlich so viel Kram. Aber ich brauche jetzt hier eigentlich gar keine Inneneinrichtung und sowas alles bauen, oder? Mhm. Mein Haus wird wahrscheinlich auch hohl. Weil bis dahin können wir schon wieder abhauen. Ja, das denke ich nämlich auch. Also ich versuche vielleicht noch ein Dach zu bauen. Aber ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, dann haben wir jetzt vielleicht schon unsere 200 Barren zusammen. Ja, ich denke mal. Ich werde das gleich mal kontrollieren. Wir versuchen gerade, also wir sind hierher gekommen. Ich weiß nicht, kennst du ARK überhaupt, Daniel? Aber diese Dächer sind überbewertet. Dächer sind überbewertet, ja. Ich auch. Hast du auch recht. Eigentlich reicht das theoretisch auch schon und hier ist auch eigentlich nicht wirklich viel los. Deswegen bräuchten wir das eigentlich auch nicht abdecken. Wir haben mittlerweile auch so eine coole Rüstung, dass wir, glaube ich, nicht mal über die Nacht ein Lagerfeuer bräuchten, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir mussten hier hin, weil ich hatte mir hier schon mal eine Markierung gemacht. Ja, da war ich nämlich eigentlich. Hier, diese Markierung Biber. Und... Ja, er ist ein ARK-Veteran und hasst das Spiel. Wunderbar. Das sind genau die Voraussetzungen. Okay, okay. Ich glaube, genau die Voraussetzungen, um das Spiel zu mögen. Ja, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal, aber ja, Habe ich nicht mehr so ganz in Erinnerung. Ich glaube, da hatten wir schon mal irgendwo drüber geschrieben in irgendeinem Chat oder ich weiß auch nicht mehr so genau. Kann auch sein, dass das nicht du warst, aber genau. Viele, viele ARK-Stunden. Ich spiele das ja auch schon seit 2015, seit dem Early Access. Wobei damals war das auch echt noch ein ganz anderes Spiel. Mhm. Ja, aber diese Map wollten wir jetzt irgendwie nochmal ausprobieren. Genau. Genau. Und da wir hier oben, da wo der Charakter seinen Zeigefinger hat, da ist so eine Art Dschungelsumpf irgendwas. Und da gibt es so diese riesen Bäume, wo man diese Baumhausplattform machen kann, so wie im Redwood. Aber die kann man dort an diese Sumpfbäume machen. Und ich glaube, ich habe schon so ziemlich alles gebaut, aber an so einem Sumpfbaum habe ich noch keine Base gebaut. Hm. Einfach vorher auch nicht solche gab, wo man halt das auch so richtig dran bauen kann. Genau. Die Plattform. Und ich glaube, das würde ich jetzt echt feiern, wenn wir es hinkriegen. Also wir haben jetzt gerade hier schon so viele Biberdämme gelootet, dass wir zumindest jetzt schon mehr als genug Zement zusammen haben. Und wie sieht es denn aus mit den Metall? Ja, wir haben schon 300 Metallbaren. Ach so, geil. Aber ich brauche dann jetzt ganz... müssen wir nur noch unsere Häuser zusammenbauen. Genau, ich packe jetzt hier erstmal alles rüber und dann muss ich noch Fasern holen und noch ultra viel Holz. Aber dann baue ich jetzt hier auch nicht mehr weiter, weil ich bin eh viel weiter als du. Also ich habe jetzt schon Stufe 75. Mhm. Von daher bau du da mal. Wir haben hier alles. Wir haben was zu essen. Das ist das Wichtigste. Wir haben was zu essen. Ja, dich. Habt ihr schon Tiere? Ja, wir haben unterwegs schon diverses gezähmt, aber das Einzige, was jetzt gerade mit dabei ist, weil wir sind gespawnt ganz oben links auf der Map, Daniel. Und Jamie hat schon so einen kleinen Lystrosaurus gezähmt und ein Ecos. Was noch? Wir haben eigentlich gestern erst angefangen, von daher kann es nicht so viel sein. Ansonsten haben wir beide nur einen Pteranodon. Aber haben wir nicht noch irgendwas unten gelassen? Ach, dein komisches Rattentier da. Wie heißt der noch? Mein Pegomastax habe ich. Jamie hat gestern noch aus Versehen einen Pegomastax gezähmt, weil der ihm seine Bären geklaut hat. Ja, also wir haben halt wirklich noch nicht... Hi, Gesundheit! Oh, warte mal, da kommt der Panda zum Einsatz. Moment, mal gucken, ob das klappt. Hab das ja schon lange nicht mehr ausprobiert. Na? Ah, okay. Und, weil ich schon gerade mal dabei bin, da kriegt der Daniel noch ein richtiges Hallo. Stimmt, das haben wir ja auch. Ja, ich vergesse das einfach die ganze Zeit. Das sieht auch einfach so bescheuert aus. Ich glaube, der könnte ein Stückchen weiter runter, ne? Der schwebt da noch so ein bisschen. Echt. Ja, damit kann man sicher auch... damit kann man sicher... Wie putzig, ja. Ach nee, Quatsch, die Bären kommen hier nicht rein. Da kommen nur jetzt Bären rein. Jetzt noch einmal check. Ah ja, die Fasern. Faserigen Fasern. Genau. Ja, wir waren hier gestern so chillig am Metall suchen. Dann haben wir nach, ich weiß nicht, einer halben Stunde Gesuche endlich mal Metall gefunden. Und dann kommt doch da einfach so ein hier T-Rex an und stört uns einfach beim Metallfarmen. Das war nicht so lustig. Aber hier ist besser. Hier haben wir bis jetzt noch keinen T-Rex gesichtet. Ich zeige dir mal kurz mein Pteranodon. Wir haben ja gerade Oster-Events. Das dürftest du dann ja kennen, Daniel. Guck, hier. Es war leider nichts anderes verfügbar. Und ich muss auch ehrlich sagen, der hatte Stufe 132 oder so. Das war schon ziemlich cool. Oh mein Gott, der Bot hat was geschrieben. Ja, ich habe den Bot heute geändert. Deinchen, dein Tränchen. Ich habe den heute ein bisschen... Boah, ich muss mit meinem Vogel losfliegen. Das dauert mir ja hier sonst. Ich hatte ja eh gesagt, ich brauche noch... Oder hinten ist ein lila Drop. Lila Dropsen. Oh, der ist aber weit weg, aber egal. Hole ich mir trotzdem. Ich brauche jetzt erstmal noch ein bisschen was hier von diesen Mini-Bäumchen. Bitte. Ja, und die Pteranodons, die fliegen zwar ziemlich schnell und man kann wirklich gut Strecken zurücklegen, aber du kannst halt kaum was mitnehmen. Hm. Aber wir sind, wie gesagt, noch ganz am Anfang. Wir haben gestern ganz neu angefangen hier auf der Map. Ja, einige Farben sind ein bisschen Augenkrebs, muss ich ja persönlich sagen, aber, aber es gibt auch richtig viele tolle Farben. Ich glaube, ein bisschen kann ich noch, auch wenn ich selber überladen bin. Der dürfte mich ja noch tragen. Ist aber auch schon ein bisschen schwer. Nee, er darf dich nicht tragen. Er sollte, bitte. Ja, diese Farbe ist ganz witzig jetzt. Obwohl die extrem viele verschiedene Farben. Da ist ja fast alles vertreten. So, also mein Turm ist ein bisschen anders geworden, als ich ihn eigentlich mal gebaut habe. Ich werde es mir auf jeden Fall am nächsten Morgen mal angucken, aber jetzt sieht man ja erstmal gleich nichts. Oh, jetzt kommt erstmal diese. Es wird Abendankündigung. So dumm, ich habe ihn zu klein gebaut. Egal. Wieso, mit wem wolltest du denn da hochkommen? Nee, ich habe den zu schmal gebaut. Ah, okay. Ich habe den eigentlich die Grundfläche länger gehabt, aber... Egal. Egal. So, da kommt das jetzt. Warum ist es hier eigentlich so dunkel? Ach, ich lasse das hier alles stehen. Okay, ich glaube, ich kann jetzt auch schon eine Baumhausplattform herstellen. Ja, hast du schon die ganzen Fasern und so? Ja, ich habe alles. Ich habe gerade alles zusammengeholt. Ich musste ja Holz holen und ich wollen wir dann schon gleich dahin fliegen? Na, eigentlich? Jetzt in der Nacht. Also wenn es Tag ist, meine ich. Ja, können wir gerne machen. Weil dann brauchst du jetzt nicht noch... Also, wir haben ja jetzt schon, glaube ich, 4 Basen, Schlafplätze gebaut. Ja, für eine zweite fehlt auch tatsächlich nur noch ein paar Metallbarren und Holz. Aber ich brauche jetzt nicht sofort eine zweite. Also ich würde schon alles mitnehmen. Man kann das Material ja mitnehmen. Ja. Ich würde auch schon alles mitnehmen, was wir hier so geschmolzen haben. Aber es muss nicht sein, dass... Wir nehmen einfach alles, was wir tragen können. Auch Metall und so. Mhm. Mhm. Eigentlich, und was ich hier rein tun kann, ist ganz oben ein Schlafsack. Wow. Ja, das ist das Einzige, was ich hier noch fertig machen wollte. Mhm. Dass ich hier noch einen Schlafsack von mir platziere, hier oben über den... Och nö. Kann ich die letzte hier nicht anwählen. Mir kurz Leder beschaffen. Sorry. Ach, ist das ärgerlich. Ja, eigentlich ist das auch nur für 2 Schmelzen vorgesehen hier. Ich habe ganz viel Leder, falls du welches brauchst. Ja, alles gut. Hab mir gerade welches besorgt. Achso, ich habe aber gerade all meine Fasern rausgelegt. Ja, dann kann das ja auch nichts werden. Aber dass man das auch in den Inventar nicht irgendwie halbieren kann oder so. Hm, was meinst du? Ja, die Fasern jetzt zum Beispiel. Die kann man nicht mal halbieren in der Werkbank oder so. Mhm. Doch. Geht nicht, du hast die Auswahl nicht. Oh, ich wollte zu diesem Drop. Schaffe ich das? Da ist ein lila Drop. Geil. Ich glaube, ich flieg mal, ne? Mhm. Flieg mal. Voll mit meinem ganzen Kram, aber ich fliege. Hm. Das sieht da oben. Ach, das ist meine Fackel. Ich dachte schon. Sah ein bisschen so aus wie das vom Weihnachtsevent, wenn er da oben lang huscht. Aber es sind einfach so diese Feuerreste von meiner Fackel. So, bitte. Hier ist hoffentlich nichts, was mich gleich betäubt oder Schlimmeres. Gut an. Oh, schnell weg. Oha, eine überragende... Oh Gott, wo bin ich hergekommen? Oh. Ach, da, glaube ich, oder? Oh no. Das ist gut. Du auch keine Ahnung hast. Ich glaube, das ist aber noch der Sumpf hier. Oh, das war ja jetzt richtig die geile Aktion. Ach, da ist das Haus. Einfach drauf losfliegen. Ja, let's go. Macht Spaß. Lustig. Es gab nur eine Sekunde, und das ist wieder Schrott hier. Bauplan einfache Schrotpatrone, aber dafür eine überragende Gilli-Maske. Wie wird das ausgesprochen? Gilli, Gilli? Keine Ahnung. Ich sag immer Gilli. Das ist auf jeden Fall cool. Wenn wir mal irgendwo hin müssen, wo es warm ist. Oder stickig oder whatever. Hm. Mal weg. Es war schon wieder gerade so richtig schön dunkel hier. Oh, jetzt sieht man da hinten nochmal den Vulkan. Oh ja, das sieht geil aus. Hier ist Jamies Rattenviechgedüngs. Richtig hübsch. Oh. Hm. Gilli spricht man das aus. Gilli. Gilli. Hast du gesehen, Daniel? Das ist Jamies Haustier hier. Hoppala, warte. Da. Süß, oder? Ja, voll süß. Total hübsch. Vor allen Dingen. Jamies Charakter ist einfach so ein Riese. So, was wollte ich denn jetzt nochmal machen? Ich wollte jetzt hier eventuell noch ein, zwei Wände hinbauen. Und meinen Schlafsack hier platzieren. Du meinst, der Pegomastax hat einen ganz tollen Charakter? Der hat bestimmt einen tollen Charakter, ja. Einen diebischen. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich nicht lieber ein Holzdach... Obwohl, ich will gar nicht anfangen, hier ein Holzdach zu bauen. Ich mache jetzt hier einfach noch die zwei Wände hin. Mhm. Prost, Mahlzeit. Da hat schon wieder einer ein abgeseilt. Hier wird irgendwie nur... Ne? Rumgekotet. Gekotet. So, ich kann aber leider die Matratze nicht ohne eine Kiste hier hin, weil ein bisschen ordentlich muss das hier ja aussehen. Das geht so nicht. Ich komme gleich wieder. Okay. So, das sieht doch fein hier aus. So. Oh, mein Schlafsack brennt. Ich frage mich, ob ich mich da jetzt tatsächlich reinlegen könnte, ohne dass was passiert. Hm. Ich will es lieber nicht ausprobieren. Ah ja, ich verbaue das jetzt einfach alles hier und dann... Sobald es hell ist, fliegen wir, denke ich, sowieso los. Denn ich glaube nicht, dass diese Biberdämme hier spawnen, solange wir halt hier unterwegs sind. Und ich glaube, ich kann schon anfangen, ganzen wichtigen Kram hier einzuladen. Ich glaube, diese ganzen Sachen nimmt Jamie mit. Und ich nehme den anderen Kram mit. Alles schon mal in den Vogel stopfen. Meiner. Die Holzkohle ist auch eigentlich immer so schwer. Davon muss auch auf jeden Fall was weg. Fallen lassen, bitte! So, Leder rüber. Wir brauchen unbedingt noch viel mehr verdorbenes Fleisch, weil wir würden uns so gerne... Buh. Oh Gott. Wir würden uns so gerne ein paar Argentavisse zähmen, aber... Ohne Betäubungspfeile wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Nicht nur vielleicht, das wird definitiv ein bisschen ziemlich schwierig. Du hast aber die Narkosemittel aus dem Ecos mitgenommen, ja? Ja. Okay, super. Ja, hab ich. Dann... War unglaubliche 6. Wow. krass, ne? Was? Richtig crazy. Ich glaube, was wir auch noch mitnehmen sollten, also Leder kriegen wir ja überall, aber Zitin, Keratin nehme ich mit. Mhm. Oh, und den ganzen anderen Kram. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich Not tut, dass wir die Holzkohle und so mitnehmen müssen. Kannst du noch ein bisschen was reinpacken bei dir? Weil ich glaube, mein Vogel... Ja, ich bin schon ein bisschen überladen. Kann ich dir ein bisschen Kohle abgeben? Ich pack's einfach bei dir in den Vogel, wenn du hier gleich irgendwo in der Nähe bist. Hm. Was machst du da? Würdest du dein Vogel mal bitte aus meinem Schlafbereich entfernen? Danke. So. Und die müssen eigentlich auch nicht mit. Hier aus dieser Kiste musst du noch deinen ganzen Kram mitnehmen, ne? Ach, das war nicht so... Achso, doch, die Siliziumperlen. Die Siliziumperlen und auch bitte die seltenen Blumen. Und das verdorbene Fleisch, weil ich würde das dann gerne, soweit es geht, dann im Gewächshaus alles anpflanzen. Mhm. Hast du deine Plattform und das Metall mitgenommen? Ja, das habe ich gerade alles schon. Zement auch? Ich wollte jetzt nur einmal durchgucken. Und ich muss was trinken, bevor wir losfliegen. Wir müssen dann eine ganz große Tour machen. Am besten fliegen wir ums Schneegebiet rum. Also ich kann jetzt auch kein Erz mehr mitnehmen, leider. Hm. Bin ja, komplett ich kann auch voll. Nicht mehr viel tragen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal abheben kann. Wir dürfen auf jeden Fall nicht zu sehr ins Schneegebiet rein, weil das ist... Ja, am besten fliegen wir ums Schneegebiet rum. Ich habe eigentlich zu viel geladen. Ich bin nicht schnell. Okay. Denke mal, ich kann aber die Hälfte von meinem Leder noch loswerden hier. Oh Gott, ich will das einfach so immer rauswerfen. Das geht nicht. Ach, und das Holz. Hallo? Ja, Holz müsste nicht unbedingt so viel. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir ums Schneegebiet rum? Lass mich gleich mal eben gucken auf die Map. Also wenn wir im Osten ums Schneegebiet rum wollen, müssen wir zum Vulkan. Wenn wir im Westen drumherum wollen, müssen wir den sehr großen Umweg fliegen. Oder wir fliegen quer durch. Ne, quer durch, glaube ich, würde ich lieber nicht ausprobieren. Genau, weil ich glaube, unsere Rüstung reicht nicht aus. Ich würde sagen, wir können so den Weg machen, dass wir erstmal zu unserer zweiten Base fliegen in die Richtung. Ja. Dann zur Bucht von unserer ersten Base und dann da einfach um den Strand rum und dann sind wir im Grunde da. Ja. Ja, finde ich gut. Okay. Weil da oben, weißt du, da ist eh nur gefährliches Gebiet beim Vulkan und so. Was sollen wir da jetzt im Moment? Ich würde sagen, solche Aktionen machen wir dann lieber, wenn wir es dann endlich mal auf die Reihe gekriegt haben. Was heißt endlich mal? Gerade mal zweiter Tag heute. Dass wir Narkosemittel haben und Betäubungsheile und sowas alles. Weil du baust dir ja, du bist ja mit deiner Base dann schon schneller fertig. Das heißt, wir nutzen erstmal deine Base. Mhm. Meine nur zum Tiere abstellen. Deine Base schon mal, um einen Stuff zu craften. Ja, okay, dann. Okay, let's wenn du den Weg kennst, dann... Ja. Siliziumperlen und alles hast du, ne? Ja. Okay. Wenn wir aber bei irgendwelchen Drops vorbeikommen, dann gerne halten. Mhm. Ich will zumindest versuchen, dass wir vielleicht ein bisschen was Besseres kriegen. Also die Rüstung eben war ja schon ziemlich nice. Mhm. Und dann ist die Frage, warte mal bitte. Ich kann auch nicht so schnell fliegen. Ich sehe hier unten gerade ein Heckstego. Wollen wir sowas schon mal sammeln oder jetzt noch nicht? Nee, brauchen wir nicht. Okay. Wo bist du denn jetzt? Ich bin on the way. Der Daniel hat eine interessante Frage, die lese ich dir gleich mal vor, weil da kann Jamie dir so einiges zu erzählen, würde ich sagen. Jamie hat nämlich so einige Lieblingsdinos und das wechselt auch und dann kann dir Jamie ja auch mal sagen, was sein Berufsziel ist. Also. Und zwar, nee, warte ganz kurz. Hast du dir schon die Frage durchgelesen? Ja, habe ich. Okay, also dann, ich habe... Pass auf, Daniel. Im Grunde 3 Lieblingsdinos. Und so zu sagen, ist es ein Flugdino, ein Wasserdino und ein Landdino. Einmal ist es der Iguanodon, dann der Spino und der Quetz. Genau. Deswegen fragt Daniel auch, weil er hat nämlich... Quetzalcoatlus conchapice. Genau. Ich habe nämlich bei der Geburtstagskarte, die du zum Geburtstag gekriegt hast, geschrieben, der Quetzal ist Jamies, irgendwie so ungefähr, Jamies Lieblings-Dino. Oder wie er sagen würde, der Quetzalkuh, das, was du gerade gesagt hast, nur ohne Concepicus am Ende. Conchapice, also nur Quetzalcoatlus, ja. Ja, na, hast du gerade selber gehört, ne? Und jetzt sagt Daniel nochmal, was dein Berufswunsch aktuell gerade ist. Paläontologe. Genau, deswegen... Kannst du gerne googeln. Paläontologe. Na, ich glaube, Daniel weiß schon, was das ist. Aber ob das tatsächlich dann auch so wird, das ändert sich ja vielleicht noch. Denn es war auch schon mal zum Beispiel der Lehrer. Mir wollte auch schon mal... Nein, das war's nie. Nee? Doch, ganz kurz. Ich kann mich da so vage dran erinnern. Noch nie. Das hast du wahrscheinlich vergessen. Warte bitte, ich bin voll langsam und ich brauche Ausdauer. Das weiß ich. Help. Ich muss hier irgendwo landen. Ich muss bitte zurückkommen. Ah, hier, Felsvorsprung. Dann du an mir vorbei. Oh, Spinos sind krass. Ja, sind sie auf jeden Fall. Ich finde halt nur, sind jetzt halt nicht... okay, gut. Okay, gut zu wissen, Daniel. Ja, Jamie auch. Alle Teile mehr als nur einmal. Nee. Die ich öfters geguckt habe, sind Jurassic World. Jurassic Park habe ich nur einmal geguckt. Genau, das spielt Jamie auch. Unter anderem. Also Jamie darf ARK spielen. Und er spielt Jurassic World heißt das, ne? Oder? Jurassic World Evolution. Genau. Das spielt er auch. Das liegt ihm total. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin. Ich verlasse mich einfach komplett auf dich. Ach, wir sind wieder beim Redwood. Das ist ja schon mal gut. Oh. Ja, wir warten mal ab. Ist natürlich cool. Aber da kann Jamie sich jetzt gerne noch ein paar Mal umentscheiden. Er ist ja noch nicht so weit, dass er das jetzt schon entscheiden muss. Ey, du fliegst mir einfach davon, weil ich bin leider einfach zu voll. Dann sag was. Oder wer will was raus? Ich kann leider nichts raus. Doch, ich könnte mein Holz rauswerfen. Ja, stimmt. Los, übergib dich. Aber ich bin jetzt auch nicht wirklich schneller. Hast du noch gar nicht auf Geschwindigkeit gelevelt? Nope. Achso, also, ich habe schon 20 Level auf Geschwindigkeit oder so gelevelt. Was? Ich mache das gar nicht bei dem Pteranodon. Hey, denn ich raste komplett aus, wenn er dann immer so um die Ohren einfliegt. Nee, nee, nee. Ich habe gar keine Lieblingsdinos. Ich finde irgendwie alle cool. Aber ich bevorzuge tatsächlich in allen meinen Arcs auf jeden Fall als Flugdino den Argentavis. Hab aber auch schon mal auf einer ARK, damit das halt nicht immer dasselbe ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, Argentavis hasse ich. Ja. Ja, aber ist ja auch okay. Kannst du ja auch hassen. Obwohl, hast du einen... Hol die Ausdauer. Ich habe auf einer ARK das so gemacht, dass ich mir dann statt dem Argentavis habe ich mir einen Quetz total hochgelevelt. Schon besser. Den ich dann komplett als Flugdino genommen habe, auch für alles. Und auf einer anderen ARK war es dann diese Schneeeule. Ja. Ja, die fand ich auch richtig cool. Welchen Flug, den ich noch cool finde, wäre an sich der... Oh Gott, wie heißt der? Tapejara. 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 Das war jetzt aber... Der Tapejara, das war jetzt polnisch. Glaube ich eher. Oh nein, da kommt wieder dieser Bug. Hallo, die unsichtbare Wand fliegt da nicht durch. Sie könnte gefährlich sein. Ey, kleines Raubkätzchen ist am Start. Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Hallöchen. So, warte. Was siehst du da vorne ist der Leuchtturm. Ja, wir sollten nur nicht so nah vielleicht erstmal an solchen Sachen vorbeifliegen, weil wir das noch nicht getestet haben. wie sehr buggy wir dann hier unterwegs sind. Hm. Aber Leuchtturm ist schon mal gut, das heißt, es ist nicht mehr so weit. Du weißt aber schon, dass wir erst noch zu dieser einen Base wollten, also zu der, wo wir gerade eigentlich gestartet sind. Die ist eigentlich hier. So wollten wir? Hast du gesagt? Nö, ich wollte nur, dass wir in die Richtung, dass wir halt so in die Richtung rumfliegen. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, war das hier? Ja, das war da. Was wollten wir denn da mitnehmen? Keine Ahnung, lass uns einfach mal kurz da runter. Okay. Hallo? Ja. Das war doch hier, oder? Ach, da ist das Haus. Ich dachte gerade schon. Nee, du könntest ja dein Kajak jetzt auch hier mitnehmen. Ja, stimmt. Das Kanu, meinst du? Ja, dieses kleine. Schön, dass du reinschaust, kleines Raubkätzchen. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest bis jetzt ein schönes Wochenende. Mein Ecos, den müssen wir irgendwann so mitnehmen. Moment. Daniel schreibt, ich bin Fan von den Mantis. Kennt ihr die? Oh ja. Oh. Mantis sind auch cool. Ja. Sind nur echt scheiße schwer zu zähmen. Genau, also ich habe persönlich zum Beispiel noch keine gezähmt. Aber Jamie bestimmt schon mal. Irgendwann. Ja. Und ich bevorzuge für die Höhlen zum Beispiel. Wie heißt der Dino jetzt? Hier dieser, der, wenn er aus dem Wasser kommt, kann er dich betäuben. Baryonyx. Ja, den Baryonyx. Für Höhlen finde ich den total cool. Weil der könnte durchs Wasser sich schlängeln, der ist nicht so groß. Na komm, nimm dir noch was mit, wenn du hier was möchtest, sonst fliegen wir weiter. Nee, brauche ich nicht. Ich wollte nur kurz lesen, was kleines Raubkätzchen geschrieben hat. Gerne. Ja, mir geht's gut. Danke. Ich hoffe, euch auch wahrscheinlich. Genau. Bisher hast du nur mal deinen Ehemann gezählt. Okay. Ja, der Belzebufo, der ist auch ziemlich lustig. Ja, uns geht's auch gut. Wir entspannen. Jamie hat jetzt Ferien und ist ja jetzt sowieso noch Wochenende. Von daher, wir waren heute schon irgendwie ungefähr 2 Stunden im Wald. Schön spazieren. Und ja, jetzt machen wir uns das gemütlich. Ich hatte schon vor dem Stream noch ein Stück von meinem leckeren, selbstgebackenen Käsekuchen. Ah, guck mal, jetzt macht der Nightbot das aber gut, ne? Diese Einstellung finde ich okay mit Däumchen und Träumchen, oder? Oder ist das zu doll Gespämme? Nein, oh, kriegen wir den Drop da hinten noch? Wo? Welchen? Den lilanen? Auf dem Berg? Ja, easy. Ich bin schon bei dem. Okay. Ich habe dich gerade schon wieder nicht mehr gesehen. Du verschwindest dann einfach aus meinem Bildschirm. Ja, wir konnten heute... Blueprint Müll. Wir konnten heute endlich mal wieder so richtig schön lange spazieren gehen, weil wir machen das ja mit den Hunden sowieso mal, aber unsere Hündin, die war gerade läufig und dann ist es immer ein bisschen anstrengend, sag ich mal so. Also nicht deswegen, weil sie läufig ist, sondern weil, naja, wegen dem Umstand halt und wegen anderer Hunde und ja. Wir haben zwar auch ein Männchen und ein Weibchen. Hey! Süßi! Der muss erstmal geknuddelt werden. Oh, guck mal, wie er sich freut. Der Lyssus. Okay, wir machen jetzt hier einfach eine komplette Map-Tour. Ach, guck mal, wo ich gerade von den Goldies rede. Unsere Hunde haben natürlich auch einen YouTube-Kanal. Da laden wir dann immer mal, wenn wir mit denen im Wald waren oder wenn die so verrückte Sachen machen im Garten oder so, dann laden wir das immer hoch. Ja, ich muss ehrlich sagen, da in dem Wald, wo wir waren, da sind bei dem letzten Sturm echt ultra viele Bäume umgekippt. Also das war schon wenig Wald. Es war mehr so ein kleines Massaker, weil da wurde so viel gerodet oder mussten so viele Bäume, die da einfach umgekippt sind, ja, die wurden dann alle an dem Wegrand gestapelt und das war dann irgendwie schon so ein bisschen, hatte nicht mehr so diesen übertriebenen Waldflair, aber es war trotzdem schön. So, und Alexander Bruder ist am Start. Hey, mega cool, dass du reinschaust. Ja, aber es gab so ein paar Plätzchen, die waren trotzdem ganz nice. Nee, ist ein guter Abstand mit dem Boot. Achso, da habe ich schon wieder nicht aufgepasst, was ihr da besprochen habt. Ja. Okay, let's go. Jetzt fliegen wir dorthin, wo wir dann auch gleich wirklich bleiben möchten. Dann ist die Reiserei hier hoffentlich vorbei. Das ist nämlich Matschkarte. Da schon markiert. Das ist auch so ein richtig schönes Plätzchen. Ein pinker T-Rex. Was? Wie? Wo? Oh, den muss ich gleich mal sehen. Bleib mal da stehen. Ich gucke ihn an. Oh Gott, der ist ja nicht nur pink. Oh, Mann, oh Gott, stimmt. Der sieht ja cool aus. Zieht euch den mal rein. Ja, dank Oster-Event gibt es hier auch... Pack mal deine Karte weg. Oh, man hat so eine geile Aussicht einfach vom Pteranodon. Man sieht einfach gar nichts. Ja. Oh, sieht ja nice aus. Also pink ist jetzt nicht so mein Ding, aber das Orange mit dem Grün. Der gönnt sich jetzt erstmal ein, zwei Langhälse. Man kennt's, oder? So. Das ist ein Alpha. Das ist ein Alpha irgendwas. Ein Alpha Kanu, Jamie. Oh Gott. Kannst du sehen, welche Stufe der hat? Nee, ne? Nope. Wollen wir es versuchen oder lieber nicht? Nope. Ach, weil du hast dein Lystro dabei. Okay, habe ich nicht bedacht. Dann let's go. Ah, hier unten sind auch ganz viele Ecos. Moment. Ich muss selber erstmal gucken. Hm, hier geht's lang. So, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wo ich hinfliege. Auf jeden Fall... Ich sehe da vorne schon die Bäume. Oh ja, stimmt, sehe ich auch. Mega cool, dass ihr reingeschaut habt oder reinschaut und vielen Dank für eure Däumchen. So, genau, hier fängt dieses Gebiet an, wo wir bauen möchten. Das ist ja doch schon, oder? Genau, und das ist der Baum, den ich mir hier ausgesucht habe, wo ich nämlich jetzt hier auf Lost Island bauen möchte. Kannst du dann schon mal die Plattform drauf machen, damit ich mein Lystro abstellen kann? Es würde nur dann nicht funktionieren, wenn ich jetzt die falsche Taste drücke und von meinem Pteranodon fliege. Hm. Ah, da unten am Baum ist ein Kanu schon mal. Wo war die? War die auch so weit unten? Ach, hier gibt es eh nur einen Snap-Punkt. Ja, da oben, da wären ja auch die ganzen Äste im Weg. Ich will ja auch mindestens zweistöckig bauen. So. Yay! Oh Gott. Ist Lyssus da? Ja, Lyssus ist da, alles ist okay. Jetzt müssen wir gleich erstmal die Aussicht genießen. So, wir sind dann auch noch am Spielen. Wünsche noch einen schönen Sonntag. Ja, viel Spaß, Daniel. Super cool, dass du reingeschaut hast. Und viel Spaß euch und schöne Grüße. Schieb mich nicht runter. Mein kleiner Charakter soll dich runterschieben? Ich will hier einmal so ein... Oh, ist das nicht schön? Oh. Ich mag das hier total gerne. Also deswegen ist meine... Ey, Pteranodon, schieb du mich mal nicht runter. Deswegen habe ich nämlich schon... Hallo, Map. Ja, um ehrlich zu sein, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht auf einer Baumplattform bauen werde. Ja, hier kommt ein roter Job. Oh, cool. Ich werde irgendwo an der Klippe bauen, aber... Genau, wir suchen gleich einen Platz. Eigentlich wusste ich schon eine Klippe, wo ich bauen wollte, aber ich habe gerade eine geilere Klippe gefunden, die man sogar von deiner Plattform aus sehen könnte. Ja, wir können gleich zusammen gucken, weil wir müssen da ja wahrscheinlich vielleicht so das eine oder andere befreien. Oh, das ist eine gute Idee, auf jeden Fall schon mal einen Schlafsack platzieren. Also hier bleiben wir jetzt und hier möchten wir bauen, aber jetzt alles auf ganz entspannt. Ich brauche jetzt erstmal Leder. Mal gucken, ob ich dafür noch was brauche. Fasern. Mhm. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich auf jeden Fall habe. Aber ich muss ja dann hier eh erstmal irgendwo... Beziehungsweise das könnten wir dann nämlich lieber in deiner Base bauen. Ich würde dir dann jetzt beim Farmen helfen. Also alles, was du brauchst. Stein, Holz und so weiter. Und du baust einfach nur. Okay. Weil ich kann hier eigentlich... Also wir platzieren zwar jetzt schon unsere Schlafsäcke hier. Aber ich bebaue diese Plattform ja nicht so. Ich brauche schon komplettes Holzfundament. Hier, einmal rum. Okay, wo finde ich dich denn? Beim roten Drop. Ach, beim roten Drop. Okay, dann holen wir uns den erstmal. Ich hoffe, Lyssus bleibt da stehen. Ja, ja. Ich finde, das sieht hier einfach so cool aus. Ich glaube, dass es so passiv ist. im Endeffekt egal, wo du baust. Oh, hier ist auch alles voller Raptoren da unten. Oh, ich finde es einfach total schön. Mhm. Na gut, dass wir jetzt schon angekommen sind, weil dann wird es ja jetzt bald wieder dunkel. Mhm. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Sarcos. Ab welcher Stufe kann man den denn überhaupt öffnen? Ich glaube 60 oder 70. Das heißt, du müsstest ja schon auf jeden Fall. Oh Gott, ich glaube, wir müssen da unten erstmal zusammen runterfliegen und gucken, ob da nichts ist. Da ist nichts. Ich habe gerade, glaube ich, schon nach. Aber es ist recht dicht. Ist ein Trike. Und zwar ein ruhiger. Aua! Los, ja. Öffnen, schnell. Schnell öffnen. Au! Hast du ihn geöffnet? Ich sehe gar nichts gerade. Was war drin? Weg! Oh. Weg, weg, weg. Ja, nach oben erstmal. Gott, ich habe gar nichts gesehen. Einfach nur Blätter an der Gusch gehabt. Was war dann drin? Schrott war drin. Es ein Bauplan für ein überragendes Schwert und ein Bauplan für ein Bimos-Tor. Ach, gleich Material? Metall und Zement. Alle Metall, okay. Ja, Müll. Okay, du kannst mir dann gleich nochmal dein Plätzchen zeigen, aber hey, das ist auf jeden Fall ein guter Platz hier für Drops. Mhm. Das finde ich schon mal richtig cool. Noch mehr geile Plätze. Ja. So, wo wolltest du bauen? Ah ja, hier kommt ein lilaner Drop. Ja, deswegen sage ich ja. Ja, da bin ich mir immer noch nicht sicher. Wenn hier jetzt die ganze Zeit lilane und rote Drops... Drops droppen. Es wäre halt cool, wenn wir vielleicht dein Häuschen erst fertig kriegen, weil das ja einfach stehen soll irgendwo. Und dann in deine Werkbank erstmal alles reinmachen, was praktisch mein Vogel die ganze Zeit so schwer... Oder unser beide, ja? Also hier ganz unten ist, glaube ich, nicht so zu empfehlen, oder? Nein, 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 nein. Hier ist ein bisschen schief. Oh Gott, hier ist irgendwas ganz Lautes unterwegs. Aber hier sieht das eigentlich schon ziemlich cool aus. Diese Klippe hier, die du dir hier eigentlich ausgesucht hast. Wo bist du denn? Ich bin noch nicht wirklich weit geflogen eigentlich. Oder sogar noch weiter oben. Hier oben, Jamie, wenn wir hier alle Bäume wegmachen. So, wo ich bin. Ja. Könnten wir direkt dann alle in eine Kiste packen. Also die Aussicht von hier oben ist auf jeden Fall mega cool. Und du könntest dich, glaube ich, nach hinten hin auch einfach zumachen, oder? Muss man hier kurz durchfliegen. Ja, ich könnte dieses komplette Teil hier abzäunen, theoretisch. Ja, hinten einfach zumachen. Wasser wäre auch nicht so weit. Ja, das Wasserleitung könnte ich mir hinlegen. Ja. Hier unten gibt es einfach... Klempner bin ich sowieso. Ja, guck mal, diesen geilen umgefallenen Baum hier. Ja. Sieht ja geil aus. Kann man noch schwimmen gehen. Aber nur mit einem Vogel. Ja, die Bäume sind halt hier ultra dicht. Man müsste hier alles wegmachen. Guck mal, einfach... Hier kommt direkt das Schneegebiet. Ja, der Fluss kommt sogar aus dem Schneegebiet raus. Ja, das sieht ja mega cool aus. Vorne ist die Quelle. Pass auf, flieg da mal nicht zu nah dran, nicht, dass da hier irgendwo eine Höhle ist. Das ist ein Tapejara. Ein Tapejara! Tapejara. Ein Tapejara. Hier. Wo ist der Tapejara? Da gerade. In meiner Garmre. Oh, warte mal ganz kurz. Oma ruft mich nämlich an. Ich muss ihr, glaube ich, gleich mal eine Nachricht schreiben. Ich fliege mal zur Baumplattform zurück. Du kannst dich in Ruhe ja einmal umgucken. Ich möchte nicht, dass Oma jetzt beunruhigt ist, wenn ich nicht ans Telefon gehe. Ist nämlich schon das zweite Mal. Kommst du klar beim Drop? Ja, ne? Okay. Gut. Boah, eine fertige Gilly-Maske. Cool. Ja, hast du jetzt auch eine? Ich habe ja auch eine. Aber eine überragende. Ja, ich habe auch eine überragende. Ach so. Wie schön, dass du zugehört hast. So, ich mache mal hier kurz geiles Standbild. Aber mich hört man noch, oder? Ja. Ich mache mich auch nicht leise, weil ich habe nicht vor, Oma anzurufen. Sondern ich schreibe ihr einfach schnell eine Nachricht, damit sie sich keine Sorgen macht. Weil sie will wahrscheinlich nur kurz fragen, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Wie geht das nochmal? Wie geht das nochmal, diese SMS schreiben? Wir schreiben SMS. Und jetzt schreibe ich ihr. Und sie versteht gar nicht, was ich will. Peter an Knutscher. Mit dreimal A. Was möchten du? Was möchten? Ich habe einfach geschrieben, ich rufe später zurück. Knutscher. So. Mit 5 A's und 7. Ja, mindestens. Ich muss mal kurz gucken. Das ist geil, Junge. Ja, Jamie sucht sich jetzt gerade mal in Ruhe ein Plätzchen aus, aber ganz ehrlich, ich hab's auch null eilig. Oh. Monsterkeks. Hat unseren Stream geteilt. Oh. Auf Twitter. Ich darf auf jeden Fall nicht zu nah als Schneegebiet ran, weil ich habe da gerade schon mal Nagamre gesehen. Was? Das sind diese Springviecher aus Extinction. Oh Gott. Ja, nee, das muss nicht sein. Also die sind ja mega cool, aber muss ja überhaupt nicht sein. Ja, irgendwie ist das hier bei mir manchmal so ein bisschen laggy. Ich habe dann halt immer so ein bisschen die Sorge, dass hier irgendwo vielleicht doch Höhlen in der Nähe sind. Ich hoffe nicht. Achso, mein Vogel kann sich leveln. Dann tun wir das doch mal. Ich muss ehrlich sagen, Ausdauer ist schon ziemlich gut gelevelt. Ich glaube, Bewegungsgeschwindigkeit, keine Chance. Okay. Ich kann sonst gerne mal ein bisschen weiter... Obwohl, weißt du was? Ich platziere hier schon mal einfach eine kleine Kiste... Und leer doch schon mal meinen Vogel aus und fang einfach schon ein bisschen was für dich zusammenzusammeln. Danke. Achso, ich habe aber ja mein ganzes Holz rausgeworfen. Ach, hast du im Grunde gar nichts. Doch Fasern und Stroh, aber eine Kiste auch ein paar schwere Sachen aus. Holz. Gott, das ist hier... Das? Selbst wenn hier irgendwas ankommen würde, was mich fressen will, das ist hier so dicht. Ah! So wie dieser Raptor! Nein! Das ist ja jetzt nicht euer Ernst. Okay, sorry. Sorry, Laura, da kommt einfach noch ein Raptor. Uff. Die Raptoren waren das jetzt. Jetzt aber mal Schluss. Und ich habe nicht mal richtig Holz... Doch, ich habe ganz kleines bisschen Holz abgebaut. Ich habe den ersten Raptor einfach mit einer Axt geschnetzelt. Weil ich einfach in Panik... Und ich habe einfach... Und ich habe gerade einfach mit dem Bogen in die Menge geschossen. Und du hast einfach zugeguckt? Nein, ich habe mit dem Bogen in die Menge geschossen. Ja. Weißt du, und ich sag's noch, es ist so dicht da unten, man sieht einfach gar nichts. Und dann höre ich nur so die Schritte, weißt du? Fup, 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 fup. Einfach geil. Oh, so, danke für diese Action. Ich bin auf jeden Fall jetzt wach. Ich bin noch müde. Aber ich lebe noch. Das ist doch auch schon mal fein, oder? Das ist was Tolles, ja. Ja, würde ich auch sagen. Weg damit. Ach nö, jetzt habe ich auch einfach diesen... Den Kamin auch da gelassen. Ich möchte ja eigentlich nur die schweren Sachen wegmachen und am besten machst du dann nämlich schon gleich einen Schrank oder eine Kiste bei dir, weil dann kann ich nämlich, wenn mein Vogel leer ist, wirklich richtig Sachen zusammensammeln dann auch für dich. Weil jetzt... Ich habe mich jetzt entschieden. Okay, super. Dann zeig mal und dann bringe ich dir deinen Stuff dahin. Ja, was meckerst du denn so? Mega viele Bäume fällen, damit ich das hier hin platzieren kann. Ja, aber du willst ja wahrscheinlich auch ein bisschen was auf Stein bauen, oder? Wo bist du? Ja. Hier. Da, okay, ich sehe dich. Sehr gut. Ah ja, die. Ja, die finde ich cool. Und weißt du, wenn du jetzt nicht so groß baust und nicht so aufwendig, könntest du theoretisch später auch einfach ins Schneegebiet oben ein Stückchen weiterziehen. Mhm. Aber erstmal jetzt hier. Ja, platziere einfach Kisten und dann packen wir das ganze Holz rein. Mhm. Die Kisten würde ich hier ein bisschen weiter hinten platzieren. Und wir bauen dann Stein, Holz, alles was hier kommt, bauen wir ab und dann kannst du schon die ersten Fundamente platzieren. Mhm. Ich glaube, mir ist es hier aber tatsächlich lieber, wenn ich meinen Vogel jetzt mir folgen lasse. Machst du das lieber auch? Ja, mach ich gleich. Auch wenn das nervig ist, aber wenn wir jetzt hier runterfallen, dann habe ich es lieber, wenn der mir folgt. Mhm. Prost, Mahlzeit. Oh, sorry. Ich habe einfach meinen Vogel vermöbelt. Ich hoffe, das verschwindet hier auch gleich alles. Hier am Rand. Mhm. Ja, ich wollte wahrscheinlich so von, na, ich weiß noch nicht, was ich aus Holz bauen, was ich aus Stein bauen will. Na, ich baue auf jeden Fall alles hier ab, was hier ist, dann hast du freie Fläche. Mhm, danke. Und dann knall ich das. Ich hoffe nur nicht, dass wir haben unsere Einstellung ja ziemlich weit in dem Fall, glaube ich, runtergestellt, damit das ultra schnell spawnt. Mhm. Ich hoffe nicht, dass das jetzt blöd ist. Nein, also du könntest dich theoretisch aber schon hier hinstellen und anfangen, das herzustellen. Ja, ich muss doch hier schon ein paar Büsche weg. Alter, dein Vogel! Ich hoffe, du hast deinen Vogel dir folgen lassen. Stell deinen Vogel bitte ab. Das geht so nicht. Okay. Ich bleib dann einfach weg da, dann kommt er auch dir nicht in die Quere. Du warst jetzt mega weit hinten im Wald, aber er hat mich trotzdem runtergeschmissen. Ich bin zu dir. Ich stand genau neben dir, als das passiert ist. Nicht so. Deswegen habe ich gesagt, wenn, dann müssen wir das schon beide machen. Ja, das sieht einfach so cool aus. Oh, Jamie, da ist ein Terezino. Oh Gott. Tut ja, aber ist das nicht cool? Wollen wir den nicht versuchen zu zähmen? Womit? Ach, wir haben ja schon wieder keine Pfeile. Oh, schade, der hat auch so eine coole Farbe. Boah, Vogel. Macht mich ein bisschen wahnsinnig. Also gehe ich ihn jetzt erstmal erledigen, ja? Ja. Wo ist er denn? Der hat einfach voll die Tarnfarben. Da ist er. Okay, der gibt mir bestimmt eine mit. Eigentlich voll schade, weil der hat wirklich hübsche... Aua. Oh oh. Oh oh. Dieser Dschungel ist eher echt tödlich. Hm. Eieieiei. Ah, wo bin ich? Ich habe nämlich Angst, dass ich hier runterfliege, wenn mein Vogel mir nicht folgt und dann... Ich habe die einfach alle mitgebracht. Aber die bringen doch auch hier irgendwas, oder? Chitin. Keratin. Chitin. Nervige Viecher. Danke, bitte, tschüss. Das heißt, wir verlassen, und weil wir kommen ja hier beide nicht mehr rauf, wenn da jetzt was passiert. Also wenn wir jetzt runterfallen, kommen wir beide hier nicht rauf. Ja. Bleib einfach bei deiner Kiste jetzt. Mhm. Okay. Dann kreist der hier nur um meinen Kopf. Ich sehe nichts. Buggy, Steine. Metall nämlich... Ach nee, das muss ja auch alles zu dir nachher. Ja, und Fasern kriegen wir hier auch ordentlich zusammen. Mhm. Und noch ein bisschen Stroh auch nicht vergessen. Und coole Pflanzen aber hier auf jeden Fall. Mhm. Ich finde, das ist für dich jetzt aber eine wirklich schöne Fläche. Weil du baust ja eh nicht so riesig. Du musst dir nur später nachher hier auf jeden Fall ein Tor hinmachen. Weil wie man ja gerade gesehen hat, sind da hinten alle möglichen Dinos, die dann genau hier auf dieses Stück hier raufkommen. Ja. Oh, hallo. Ich glaube, ich stelle ihn doch ab, der nervt ja jetzt sogar mich. Hey, wo bist du? Wieder herkommen, Freundchen. Hier hinstellen. Nö. Und dann reiß dich mal zusammen hier. So, und nochmal Gewicht. Okili-dokili. Oh Gott, das sind alles hier Fasernbüsche. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn du jetzt schon... Ach, du hast hier schon Holzsachen. Ja, weil ich habe nämlich auch gedacht, das sieht, glaube ich, auf der Baumhausplattform viel cooler aus, wenn wir alles aus... Also wenn ich auch alles aus Holz mache. Hm. Und das passt hier auch richtig gut. Holzig machst. Holziges Holz. Holz haben wir jetzt auch genug. Okay, dann brauche ich hier aber gar nicht mehr was freimachen, oder? Hier drinnen vielleicht noch? Ja, das kannst du gerne. Weil ich würde das bei mir wirklich so machen, dass ich mir irgendwie erstmal so 100 Holzplattformen fertig machen würde. Und dann brauche ich bestimmt noch mindestens 100 von den, ich weiß gar nicht mehr, wie die hier heißen. Von diesen dreieckigen. Mhm. Okay, noch mehr Bäume oder das war's? Obwohl eigentlich bis ganz zum Durchgang, oder? Nein, nein, alles gut. Reicht so. Du kannst gerne bei dir in der Nähe schon anfangen, Bäume zu fällen, dann für dich schon mal ein paar Sachen fertig machen. Ich kann bei mir halt nichts platzieren, bis ich diese ganzen Plattformen fertig mache. Deswegen wäre es ganz gut, wenn du hier dann schon einen Schmelzofen und alles fertig machst. Okay, dann... Oh, der Tapejara ist hierher gekommen. Nee, das muss ja ein anderer sein. Genau da, wo ich hingucke mit meinem Dino. Da ganz hinten im Wald ist der. Man sieht sein Segel von hier aus, so ein Orangen. Oh ja, stimmt. Ja, weil ich würde jetzt, also ich habe jetzt keine Lust, immer 5 Plattformen, dann baue ich weiter, nochmal 3 Plattformen, sondern ich würde mir das jetzt gerne schon alles auf einmal erstellen. Wenn wir ganz viel Glück haben, könnte hier ja auch eine Schnecke sein. Irgendwo. Ja. Oder irgendwas anderes noch, aus so einem Dungbeetle oder sowas. Mhm. Es ist ungewöhnlich lange Tag. Nee, es ist einfach, es ist schon ziemlich spät. Ach, hier ist ein Kanu. Oh, habe ich mich erschrocken. Kannst du den unten an deinem Baum? Ja. Du bist ja freundlich. Ja, weil ich denke mal, ich habe doch schon vorhin gesagt, da unten an deinem Baum ist ein Kanu. Ja. Ich mache jetzt die Bäume weg, weil die würden dann auch hier so in meine Plattform ragen. Und dann fange ich schon mal an, einfach... Aber ich habe das alles noch nicht mal freigeschaltet. Ich setze mich mal kurz auf meinen Vogel. Dann checke ich das mal ab hier. Weil ich brauche von denen hier und ich glaube, die anderen habe ich noch nicht mal freigeschaltet. Ja, aber an so einer Stelle haben wir auf jeden Fall noch nicht gebaut, finde ich. Also kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ne, haben wir auch noch nicht. Ziemlich sicher. Warte, ich habe einfach 5 Level-Ups. Wo soll ich damit hin? So. Mir fehlt dann wieder alles. Holz auch. Boah, wir leveln uns auf jeden Fall durch das Bauen auch krass schnell. Mhm. Fällt mir gerade mal so auf. Da ist wahrscheinlich auch ein bisschen hochgestellt, die B-Gewinnung. Also. Ja. Prost, Mahlzeit. Hier sind auf jeden Fall die Wasserfälle auch nicht so laut. Das ist auch voll angenehm. Ja, und mein Vogel levelt sich dadurch auch einfach. Sehr cool. Und wenn du auf dem drauf sitzt, ja. Dann levelt er sich auf jeden Fall. Finde ich ja mega nice. Dann mache ich das jetzt auch. Ich gehe dann einfach immer mit meinem Stuff die ganze Zeit zurück und level mich. Ist doch auch schön. Ich weiß leider auch nicht mehr so richtig, wie viel ich eigentlich davon noch brauche. Na, mal gucken. Bisschen schneller wäre eigentlich ganz cool, wenn es ein bisschen schneller gehen würde. Warte, ich habe schon wieder 2 Level-Ups. Was level ich denn? Was ist eigentlich dieses Handwerksgeschick? Ist es nicht die Schnelligkeit des Herstellens? Ja. So, dann. Oh, schlechtes Wetter. Oh Gott. Was ist das denn? Cool, hier scheint noch so die Sonne ein bisschen durch. Das sieht ja auch nice aus. Das wird jetzt aber mühselig. Ich glaube, ich muss hier einen halben Wald abroden, bevor ich hier meinen ganzen Kram zusammenkriege. Weißt du, was echt toll wäre, wenn du eine Werkbank bauen könntest? Okay. Weil... meine Axt ist schon auf Hälfte runter. Ja. Oh nein, habe ich jetzt gerade so einen großen Baum abgebaut? Ich dachte, die kann man nicht abbauen. Die ganz groß, an die man die Plattform machen kann, die wahrscheinlich nicht, aber... das sah gerade so ein bisschen so aus. Oh Gott, ich habe so die Befürchtung, ich sterbe gleich an irgendwas. Sieht auch einfach gar nichts. Oder ist Nila Drop. Drop. Ich bin überladen, aber egal. Was so ein Hauptsache Drop. Oh, ist schön. Guck mal. Oh. Siehst du das? Kannst du den Stream sehen? Oh. Guck mal, wie die Sonne hier so gerade reinfällt. Hier in die Bäume und so. Schön. So, der Drop ist gleich weg. Aber Hauptsache, ich konnte die Aussicht genießen. Oh, hier ist ein Tempel. Tempel? Beim Drop. Bei diesem lila Drop, der bei uns... ja auch. Der hier gleich bei uns in der Nähe ist. Ah, ja. Oh nein! Warum wirst du attackiert? Irgendwas ist hier in der Nähe. Ich höre es, aber ich sehe es noch nicht. Oh Gott. Ah! Hilfe! Hey, ich will den Drop, Leute. Hallo. Hier sind Tüler. Nee, nicht diese. Diese, die mit Matsch werfen. Wie heißen die gleich noch? Die, du meinst die mit Kopf werfen? Ja. Ich merke mir die nur als Kalikotthaufen, weil die Kott werfen. Oh. Kalikotherium. Ja, ich bin wieder auf dem Rückweg. Die kämpfen hier gerade gegen, ich habe keine Ahnung, gegen Trikes und Raptoren. Alles. Auf einmal. Okay. So, ich bin jetzt erstmal wieder zurück. Auf dem Weg zurück haben, tun, machen. So, es gab einen Bauplan für eine Granate. An weg. Und es gab einen Taschenlampenaufsatz. Für ein Scharfschützengewehr oder eine Pistole oder eine Flinte oder eine Schrotflinte oder ein Sturmgewehr. Wir wissen jetzt alle Bescheid. Ja, ich kann jetzt auch nicht wirklich was machen, weil ich kann nicht bauen. Ist halt zu dunkel. Ich glaube, ich platziere mir hier gleich ein Lagerfeuer. Dann müssen wir einfach... Oh, ich brauche eine zweite Kiste. Also eigentlich könnte hier die Hälfte von diesem Stuff schon zu dir rüber, aber du bist, glaube ich, wahrscheinlich noch nicht fertig, ne? Fertig? Fix und fertig wahrscheinlich, aber noch nicht fertig. Womit soll ich fertig werden? Innerhalb dieses Streams. Naja, du könntest ja zum Beispiel schon mal die Werkbank einfach irgendwo hinstellen. Ja, ist auch gleich der Platz für. Fertig. Ich kann ja im Endeffekt auch einfach nur, wenn ich unten alles schon mal hin platziert habe, ja nur die ganzen Sachen dahin knallen. Also ich würde das genauso machen. Ich würde mir einfach eine Werkbank machen und die muss dann halt irgendwann nochmal erneuert werden. Oh nein, jetzt muss ich in der Nacht gleich was trinken. Warum? Wieso? Das ist böse. Oh, da musst du bitte einmal mitkommen gleich. Okay. Da kommt ein goldener Drop. Geil. Oh, den müssen wir uns, glaube ich, holen. Aber nachts alleine ist... bin ich nicht so begeistert von. Und es dürstet mich. Ja, gleich. Feuerstein und Stein. Also es wäre ganz cool. Der ist jetzt... Oh, jetzt habe ich es verpasst. Ich glaube, er ist jetzt schon ziemlich fast angekommen. Ja, okay, dann let's go. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, kein Wunder, dass du so schnell fliegst, wenn du dich so krass gelähmt. Das ist einfach wieder... Das ist diesmal hinter dem Tempel. Also mein Pteranodon sieht mit diesem ganzen Licht schon ziemlich nice aus. So, kleines Raubkästchen schreibt, so, ich bin dann mal weiter. Schönen Rest Sonntag euch noch. Hey, vielen Dank. Das wünschen wir dir auch auf jeden Fall. Und schön, dass du reingeschaut hast. Oh, hier ist auch ein Tapejara. Überragende Schrottflinte. Ja, oh Gott. Und viel Spaß auf jeden Fall. Ihr heute, falls du auch noch zockst. Und auch einen schönen Sonntag für euch. Was meinst du? Hier kannst du trinken. Oh ja, Moment. Eine überragende Schrottflinte und ein Bauplan für eine überragende Zitinhose. Oh, cool. So. Let's go. Ja, ich muss erstmal zur Orientierung nach oben. Die Bäume. Da gibt es zum Glück nicht so krass viele von den hohen Bäumen hier, deswegen kann man das einigermaßen gut erkennen. No, ich bin trotzdem ganz schön lost. Aber man erkennt es wirklich gut, weil es geht ja dann eigentlich nur mit einem Fluss weiter rauf, ne? Mhm. Ganz schön duster hier überall. Mhm. Ja. Zack. Was meinst du denn grundsätzlich? Wie lange machen wir denn heute? Noch? Ich weiß es nicht. Wir können, würde ich sagen, bis 6:30 und dann essen wir. Ja, finde ich auch eine gute Uhrzeit. Und dann das schaffe ich, glaube ich, auch noch. Ich hätte jetzt erst gesagt, dann können wir nach dem Essen noch irgendwann weiter streamen, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Nö. Ich gucke dann auch lieber gemütlich einfach noch ein bisschen bei den anderen. Also ich hätte auch schon Bock, da noch weiter zu zocken, aber... Ja, weil... Wer streamt jetzt nachher noch? Monsterkeks? Stream Formel 1, ne? Genau. Ich poste den Link, glaube ich, einfach mal hier rein. Wenn wir ausmachen nachher, weil die fangen genau um 18 Uhr an. Aber auch nur, wenn noch irgendwer gerade mit dabei ist oder so. Weil ich würde mich dann auch nur mit ein bisschen was zu futtern versorgen, falls überhaupt. Ich bin jetzt gerade aktuell noch gar nicht so hungrig. Hm. Schon ein bisschen. Du hast schon ein bisschen Hunger, ne? Ja, Brustmahlzeit. Hier ist ja was los. Ja, ich kann jetzt eigentlich gerade auch aktuell gar nichts machen. Mhm. Außer halt darauf warten, dass es ein bisschen heller wieder wird. Ja. Ist hier halt einfach so dunkel, wenn ich jetzt hier... Obwohl, bei dir gab es da oben vielleicht noch ein bisschen Stein, ne? Ja. Ich glaube, ich habe auch Feuerstein und Stein noch bei dir in die Truhe getan. Ja. Oh Gott, die Bäume sind ja schon wieder gespawnt hier. Okay, dann baue ich aber den Stein einfach wieder ab. Mhm. Ich platziere mir dann nämlich auch einfach ein Feuer. Damit ich nicht die ganze Zeit diese Fackel halten muss. Mhm. Also gute Drops gibt es hier auf jeden Fall. Das finde ich schon mal richtig nice. Okay. Oh, cool. Achso, du baust, glaube ich, so eins, was du immer baust, oder? Hm. Genau. Achso, so, guck mal, Monsterkeks ist ja hier noch mit am Start. Ist ja noch da. Ja. Das ist ja schön. Hab es gehört, ihr seid ja süß. Ja, manchmal sind wir auch ein bisschen süß. Ich habe das nur vom Handy noch nie gemacht, aber du könntest ja sonst selber auch einfach schon mal von Spooky und von, also wenn du magst, Laura, von Spooky und von, komm gerade nicht drauf, von Rolli seinen Twitch-Kanal hier rein posten. Und dann kannst du einfach dazu schreiben, was ihr gleich streamt. Ich wollte mich jetzt nämlich gerade hier auf dem Handy gleich mal ausprobieren, weil ich kann nämlich so vom PC jetzt während des Livestreams nicht in den Chat schreiben. Und ja. Weiß nicht, wie das geht, wenn ich jetzt vom Handy teilen würde. Nee, ich müsste ja irgendwie die URL kopieren. Und dann hier irgendwie in den Chat schreiben. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie so. Weiß auch nicht, ob jetzt überhaupt noch jemand zuschaut, aber... Ja, einfach mal machen, ne? So ein kleines Raubkätzchen ist auch schon gegangen. Ja, haben sich nämlich, glaube ich, schon eigentlich alle verabschiedet, aber... Mhm. Da wir ja jetzt doch ein bisschen länger machen, kann man das ja einfach schon mal trotzdem einfach reinposten und... Muss ich kurz warten. Ja, meine ich nämlich auch. Ich weiß auch nicht wie. Ansonsten kann ich das... Oder warte mal, ich stehe ja hier sowieso eigentlich gerade rum. Dann so wechsel... Da. Ja, super, danke schön. Ich werde dann gleich alles rüberladen, aber mach das dann jetzt erstmal so. Ich wechsle in die Pause und mache die Pausenmusik, aber aus, sodass man uns jetzt hört. So, dann gehe ich einmal... Goldenes, hesperones Ei. Oh Gott. Ich muss jetzt erstmal hier kurz aufpassen. Und zwar brauche ich jetzt erstmal einmal den Kanal von Spooky. Ist ja kein Problem, ist ja abonniert. So, ich habe schon gewechselt, Laura. Ich mache das eben. So, heute ab 18 Uhr Livestream mit Monster Oh, Babsi ist am Start. Hallo Babsi. Schön, dass du reinschaust. Ich muss gerade mal was in den Chat schreiben, deswegen musste ich in Pause-Menü. Ich hoffe, ihr hattet bislang ein schönes Wochenende und dass es dir gut geht, dass es euch gut geht. Monsterkeks war schneller. Oh, Monsterkeks war schneller. Ja, super. Sehr cool. Dann mal gucken, ob ich jetzt den anderen noch schnell hinkriege. Und zwar auf Twitch. Der gute Rolli. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Och Gott. Der Rechner radert sich hier aber einen ab. Okay. Also von mir aus, ja. Ja, ja, ja. Ich höre jetzt hier gerade noch ein bisschen was nebenbei. Ich muss vielleicht auch mal bei Twitch ein bisschen... oh, ich habe meinen Satz gar nicht zu Ende geschrieben. Naja, das ist auf jeden Fall... Okay, warte mal. Ich muss jetzt mal gucken, bin ich wieder im Spiel? Nee. Oh, ich bin erst im Spiel, wenn ich erfolgreich mein Pteranodon erschlagen habe. Mhm. Dann bin ich wieder zurück im Spiel. Ist das Bildschirm geswitcht? Ja, der Bildschirm müsste gleich geswitcht sein. Ich zeig dir einmal was. Eine Sekunde bitte, ganz kurz. Babsi schreibt, alles fein. Wir genießen den Sonntag. Das ist schön. Das freut uns dann. Liebe Grüße. Genau, liebe Grüße auf jeden Fall auch an Rob. Und, genau. Also... Der Stream ist bei beiden, bei Spooky und bei auf Twitch bei Rolli. So, das wollte ich nochmal schnell sagen. Und jetzt zeige ich mir. Also warte erstmal. Hast du schon mal so gesehen, dass manchmal so, also nicht in ARK, auch eher in echt, mitten im Wald so irgendwelche Treppen stehen, die ins Nichts gehen? Nein, weiß ich nicht, kann sein, keine Ahnung. Okay, gibt es auf jeden Fall. Komm. Okay. Ich habe die Tür ins Nichts. Jamie ist ein kleiner Witzbold. Ich möchte aber nicht durch diese Türe schreiten. Warum denn? Zumindest nicht, wenn mir mein Vogel nicht folgt. Hier ist Werkbank und ein paar Öfen. Ja, es sieht cool aus. Es ist noch ein bisschen dunkel, aber sonst... Oh ja, sehr nice. Ich hole gleich das Metall rüber, dann schmeiße ich die schon mal an und dann können wir die Werkbank auch gleich befüllen. So, Like ist raus, lieber Bot. Ja, ich habe den Bot heute mal ein bisschen... Ne? Der hat mal alles was zu hören gekriegt, weil in den letzten Streams war der einfach oberfaul. Der war einfach praktisch nicht anwesend. Der Einzige, der anwesend war, war dem Knallfall sein Bot. Ja. Und sonst gar nichts. So, ich hol dann mal eben, ne? Hol mal ein bisschen was. Oh, dem Rob geht's nicht so gut. Dann auch gute Besserung von uns auf jeden Fall. Besserung. Ah. Gott. So. Oh. Was wir hier auf jeden Fall auch noch suchen müssen, ist eine Metallquelle. Die haben wir nämlich gar nicht hier bei uns in der Nähe, ne? Ja. Oder weißt du da sowas? Spontan, nee, ne? Ich habe gerade was gesehen, da wollte ich ganz kurz hinfliegen. Ja, ich muss aber ja eh mal mit, weil ich weiß ja sonst nachher nicht, wo das ist. Warte, ich lerne nur kurz meinen Kram aus, dann können wir dann nochmal eben hin. Oh, weil ihr schafft... Alter, Metall in Überfluss! Wer ist dieser aber Alter? Komplett! Wer ist dieser Alter? Kenn ich den? Ey, das... Siehst du den... In nein, den... Moment! Stopp, warte kurz. Nein, nein, geh auf deine Plattform, geh auf deine Plattform. Ne, bin ich aber gerade nicht. Oder so. Ja, dann, wo bist du? Eine Sekunde. Ich hab doch gesagt, ich darf... Du musst nicht kommen, du musst nicht kommen. Du musst einfach nur gucken. Okay, Moment. Wo bist du? Ja, ich bin bei dir. Ich habe doch gesagt, ich hole den ganzen Stuff jetzt. Okay, 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 ich komme kurz. Moment. Okay, 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 keine Panik auf die Titanic. Darfst du einmal alles befüllen, dann komm mal hoch. Ich hoffe, es geht ihm bald wieder besser. So, da vorne diesen Berg, der relativ nah dran ist. Ja. Nein. Flieg. Weiß nicht, welchen du meinst. Okay, komm, wir fliegen da kurz zusammen hin. Meine Rede! Ich vor. Jamie fliegt mir immer weg, weil ich mich da noch nicht so weit gelevelt habe. Da ist Metall im kompletten Überfluss. Sag mal, warum glitzerst du eigentlich so? Golden. Weil mein Pteranodon das goldene Hesperonis-Ei gegessen hat. Das ist... Oh, nice. Metall im kompletten Überfluss. Oh, nicey. Direkt was abbauen und mitnehmen. Mhm. Ich will noch mal gucken. Das Einzige, was hier nicht ist, ist Obsidian. Kristall ist ein bisschen weiter unten. Ja, mega cool. Dann ist es ja doch ein richtig feiner Spot hier. Ja. Obsidian sehe ich gerade nicht wirklich. Da müsste man auf einem richtig großen Berg. Aber überhaupt schon so mega viel Metall ist mega nice. Ja, also... Wie man im letzten Stream gesehen hat, ist das hier ja auch schwer zu finden manchmal, ne? Oh Gott, ich sehe einfach gar nichts. Babsi schreibt, wir wollen Freitag in Urlaub. Oh wei. Hey, ich drücke euch dann auf jeden Fall die Daumen, aber ist ja dann auch, also hoffentlich noch genug Zeit, dass ihr euch dann auch gut darauf vorbereiten könnt. Aber Hauptsache erstmal gesund werden. Ja. Denn das ist ja schon wichtig. Und wo geht's denn hin? Also... Auch richtig wegfliegen. Oh Gott, komm gleich nicht mehr zu meinem Vogel. Oder schlimmer noch, Jamie, da kommt ein roter Drop. Im Auge behalten. Wo? Moment, muss ich gleich mal gucken. Ja, wenn ich dir jetzt sage, da, dann kommen wir auch nicht weiter, ne? Genau, Monsterkeks. Da entlang. Oh Gott, nee, ich, muss jetzt mal zu Base. Ach, da im Schneegebiet. Auf links, genau. Ja, es könnte jetzt so eine Weile dauern, bis ich ankomme, aber es wird schon. Ja, das aber bekommen ist wir mega hin. Geil. Also die Metallquelle damals. Ja, auf jeden Fall. Kann gut sein, dass hier sogar auf diesen anderen Bergen um uns herum sogar noch irgendwo was ist. Mhm. Mega und nice. Für Obsidian müssen wir wahrscheinlich nur irgendwo auf dem Schneeberg. Obsidian, ja, Obsidian gibt es normalerweise im Schneegebiet auch im Überfluss. Ja, habe ich aber zwei Stellen. Nicht mehr unbedingt auf Bergen. Habe ich zwei Stellen, die hier nicht so weit weg ist. Hm. Wir fliegen tatsächlich nach Ägypten. Oh, schön. Super. Oh, cool. Das ist toll. Da freuen wir uns für euch. Das muss man sich auch mal gönnen, ne? In Urlaub fliegen. Und hoffentlich klappt dann auch alles. Und Monsterkeks schreibt, nur sonst fliege ich mit. Genau, oder so. Oh Gott, Hauptsache meine Ausdauer übt nicht gleich nach. Ich muss ja auch noch ein Stückchen weiter als zu meiner Plattform. Ich habe einfach meinen Vogel komplett überladen. Du musst doch eigentlich auch zu mir, ne? Ja, deswegen sage ich ja, ich muss ja noch ein Stückchen weiter. Aber ist eine schöne Aussicht, von daher könnte ich mir Schlimmeres vorstellen gerade. Deswegen meine ich ja, weißt du, wir müssen unbedingt jetzt doch gleich mal einen Tisch herstellen und schon mal Mörser und Stößel irgendwo aufstellen. So, Babsi schreibt, ja genau, Milena, nach 2 Jahren müssen wir mal hier raus aus dem Land. Ja, weißt du, das hat uns alle ja irgendwie so komplett betroffen und jeder war so eingeschränkt, dann hoffe ich, ihr könnt das richtig schön genießen, wenn Rob wieder gesund ist. Wo bin ich denn überhaupt? Da war meine Plattform. Ich bin so eine lahme Schnecke. Ich bin eine Schnecke in der Luft. Genau. Und ansonsten ist Monsterkeks ja auch mit am Start. Und der Nightbot ist auch am Start. Das ist doch auch fein. Der ist der nur ein kleines bisschen aufdringlich. Ja, aber es ist wirklich so, heute waren so viele Leute da und einige vergessen das halt einfach auch ein Däumchen zu geben. Hm. Ist halt einfach so. Deswegen habe ich den heute mal ein bisschen, ne? Der sollte heute mal ein bisschen aufdringlicher sein. So, meine Lieben, ich muss los. Vielleicht bis später und noch viel Spaß beim Zocken. Ja, also Jamie hat gerade gesagt, so bis 18:30 machen wir auf jeden Fall noch und dann schaue ich auf jeden Fall rein. Ich hau mir dann schnell was zwischen die Kiemen und, und dann schalte ich ein wieder. Also bis später, Laura. Tschüss, Monsterkeks. Schönen Abend noch. Genau. Und ansonsten schon mal gute Fahrt und liebe Grüße und so. Ja, ach so, das ist alles in meinem Vogel. Ich wundere mich gerade schon. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Hast du noch was in der Kiste? Nö. Hast du alles verbraten? Ja. Nö, ja. Das ist die Kommunikation. Ja. Das ist die Kommunikation eines Teenagers. Nö. Und Jamies Lieblingssatz sowieso nö. Ja. Und dann haut er nachher solche Sachen raus, wie von wegen, ihm fällt es schwer, Nein zu sagen. Was? Das geht nur bei mir. Nein sagen klappt nur bei den Eltern. Nö. Genau. Ja, hier brennt ja gar nichts. Ach so, weil das waren auch einfach nur 2 Holzstücke, die ich hier reingeknallt habe. Ja, perfekt. Ach, guck mal, lieber Nightbot. Ach, der Nightbot hat jetzt auch mal was anderes gepostet. Danke euch auch. Dankeschön, Laura. Und macht sie. Okay. Aber wie gesagt, ich denke mal, ich schaue nachher. Ich mache nachher zur Not alle Streams gleichzeitig an. Auch wenn ich dann nur bei einem zuhören kann, aber egal. Aua, ey, hier fliegen mir die Bäume um die Ohren. Was ist hier los? Ich muss das ja irgendwie verscheuchen, sonst baue ich den Vogel mit ein. Bitte? Was? Ich glaube, es hakt. Immerhin will ich gerade deine Schmelzöfen befeuern. Und warum machst du hier eigentlich mal die Tür zu? Bist du nicht willkommen? Ich traurig. Ich mache auch mal wieder aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Hey Babsi, super toll, dass du reingeschaut hast. Und ganz liebe Grüße nochmal an Rob. Und vor allen Dingen gute Besserung, dass er sich schnell wiederholt. Und habt noch einen tollen Sonntagabend. Bye, bye. Jetzt hat der Bot auch 2 Sachen direkt hintereinander rausgehauen. Die Goldies ja. Und genau. Ja, egal. Einfach weiter Spam. Ist mir dann fast schon lieber, wenn er halt die ganze Zeit irgendwas spammt, als wenn er gar nichts macht. Ja. Weil gestern in dem Stream, da war der ja nicht anwesend. Mhm. Daher... nervig. Ich hab einen für die Mauer hinten. Wir haben ja so eine Pasiladen-Mod, ne? Ja, genau, die so ein bisschen Vikings-mäßig aussieht. Ja. Oh Gott, jetzt geht's aber los. Jetzt macht er auch noch Hallöchen und herzlich willkommen. Der ballert gerade alles raus. Mhm. Vor allem genau jetzt vor alle gegangen sind. Jamie hat gesagt 18:30. Wenn du vorher schon puttern musst. Ach so. Was ja, wir können mal gucken. Wir können eigentlich auch gleich schon sonst ausmachen, oder? Ja, das ist ja, glaube ich, sowieso. Jetzt haben sich eh gerade schon wieder alle verabschiedet. Von daher ist es, glaube ich, auch okay. Ich gehe dann gleich in den Abschiedsmodus und poste dann nochmal von Rolli und Dings, weil das jetzt so weit da hinten verschwunden ist, ne? Mhm. Ja, aber... Guti, dann werden wir uns jetzt hier... Wir müssen uns, glaube ich, eine andere Abmo überlegen. Nein. Wir sagen einfach, schön, dass ihr dabei wart. Nein. Okay. Ist doch ja, weil das für den Stream nicht so wirklich viel Sinn macht. Deswegen dachte ich... Ja, deswegen, ja. Wir werden uns jetzt hier von euch verabschieden. Und hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten ein Däumchen für ein Träumchen und schön mit Ö. Tschüss.